Da ist es gleich nicht so super easy, oder alles online zu haben, machen. Es geht. Es geht. Ja. Na gut, ich schalte mich jetzt wieder aus und überlasse euch das Reden und den Rest. Okay, we're online. We are? So, Great. the stage is all yours. Okay, perfect. So, Thomas, you start and then I start and then you continue and then I conclude and then the students are on. Okay. Okay, I start. All right. Herzlich willkommen zur Best of Studio Gebäudelehre 2019 Präsentation. Letztes Jahr zur selben Zeit waren wir im Hörsaal 7, prall gefüllter Hörsaal. Diesmal leider, aber doch auf Zoom bzw. YouTube. Wir werden heute 10 Präsentationen sehen, eben der besten Projekte aus dem letzten Jahr des Studios zum Thema performative Räume. Wir werden die Gelegenheit haben, nachher zu diskutieren. Ich werde vorher eine kurze Einführung machen zum Thema, zu den Fragestellungen eben des letzten Jahres, das ein anderes war als heuer. Heuer das Thema Museum der Moderne. Letztes Jahr eben performative Räume in der 3. Edition, wenn man so will. Und ja, also wir freuen uns alle, dass ihr dabei seid, auch die Zuschauerinnen vor den Fernsehschirmen zu Hause. Und ja, ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Okay, so I would like to welcome everyone first, all of you who were, I mean, amazing students last year in Studio Gebäudelehre. And of course, you were also willing to somehow accept the invitation for today's event. Last year, we, as mentioned by Thomas, it was proven that actually learning from or teaching from the students to a student, like peer to peer, it's really an important session that we would like to pursue every year. Of course, this year, it's in another format. Maybe we will have to do it again next year, but who knows? So from your rooms, living rooms, children rooms, kitchens, wherever you are, we are going to listen to your presentations today. And thank you really for doing that and then accepting the invitation from Thomas, me, and the whole team of Gebäudelehre. So as you all remember, but maybe not everyone who is watching this on YouTube, we are going to see the best projects from last year's presented from the students' perspective on the topic of performative spaces dealing with the theater on 3 different locations within the Vienna. And of course, with you develop this project with your respective teachers, which I would like to welcome as well. Some of you are part of our team here on Zoom. Some of you are probably watching on the YouTube. Let's see. This is very different. It was the third year of that, let's say, design studio, Gebäudelehre, dealing with a very specific public building, the theater, because we wanted to give you the challenge in order how to address all the specific technical, but of course also artistic or other important issues of such an important building within the tissue of the city of Vienna. And of course, we wanted to test how differently you would be reacting on 3 different locations within either in the team of 2. So in some cases, I'm happy to see the teams of 2 presenting today. And some, of course, you are by yourself or connected via online somehow. So I would give my word and thank you so much. And I would like to say a warm welcome also to everyone who is watching this on YouTube. Thank you to Thomas for organizing that and also for Jakob and Amanda to putting it on the YouTube. So I'll give the word now to Thomas. He will do a short introduction. I'll somehow conclude at the end. And then after, each of you is going to present the work
We will be both commenting the work very briefly. So basically you get reaction that you couldn't while because you are such too big generation that I could be or Thomas in all of the juries when you presented last year. So I give my word now to Thomas. Ja, also wie gesagt, letztes Jahr das Thema performative Räume, ist ein Thema, das uns 3 Jahre begleitet hat. Ein Thema, das uns deshalb interessiert, weil es im Kern der Sache um Themen sich dreht, die für die Gebäudelehre essentiell sind. Nämlich die Interaktion von verschiedenen Nutzergruppen im Raum, wenn man so will. Im konkreten Fall performative Räume eben die Akteurinnen auf der Bühne, Schauspieler, Darstellerinnen und die zweite Nutzerinnengruppe, Zuschauerinnen. Ja, also welche räumliche Interaktion findet zwischen diesen zwei Nutzerinnengruppen statt, wie wird diese strukturiert, in dem Fall eben durch die Performance, die sozusagen eine formelle Ordnung gibt. Uns interessiert da natürlich auch, was hat der Raum damit zu tun, also was sind die räumlichen Mechanismen, die hinter diesen Performances stehen, die eben diese Interaktion zwischen diesen zwei Nutzergruppen, wenn man so will, strukturiert. Uns ging es dann natürlich auch um die gesellschaftliche Rolle, die performative Räume haben, also welches Verhältnis haben Zuschauerinnen, Besucherinnen untereinander und in dem Sinn auch, welche gesellschaftlichen Modelle werden eigentlich in solchen Räumen auch manifestiert. Also man kann sich vorstellen, die Demokratie, die in griechischen Theatern in der Antike sozusagen formuliert worden ist, in diesen arenaartigen Räumen, im Barock des Rangtheater oder eben die hierarchielose Blackbox der jüngeren Vergangenheit. Also welche gesellschaftliche Komponente ist eigentlich in solche Räume auch eingeschrieben? Nicht nur während der Performance oder während der Darstellung, sondern darüber hinaus auch, ob nicht ein Theaterbesuch, ein Besuch einer Veranstaltung per se schon eine Performance ist. Zwischen verschiedenen Leuten, die sich in halböffentlichen, öffentlichen Räumen treffen, das Thema sehen und gesehen werden in solchen Räumen. Und dann natürlich auch, wie öffentliche Räume per se eine Relation mit der Stadt rundherum eingehen. Also welche Rolle solche performativen Räume, aber öffentliche Räume per se für die Stadt, für den öffentlichen Raum spielen. Ein Thema, das uns in der Gebäudelehre eigentlich jedes Semester bei jedem Thema ständig begleitet, das dabei in diesem Thema performative Räume sehr stark eingeschrieben ist. Uns interessiert aber, oder hat interessiert, interessiert uns immer noch nicht nur die Schauseite, also das Performative, sondern auch immer, was dahinter eigentlich an Infrastrukturen notwendig ist. Also man könnte sagen, dass Theater wie Maschinen sind, die Dinge herzeigen, darstellen, aber sie sind eben auch Maschinen, die andere Dinge verstecken. Und diese Relation, die da sichtbar wird am Grundriss des Volkstheaters, ist auch auf Ebene der Gebäudeorganisation für uns sehr interessant und hat uns da in diesem Semester auch als Fragestellung vor allem begleitet. Also die Idee, was ist vor dem Vorhang und was ist aber auch hinter dem Vorhang. Im Theater spricht man dann von der vierten Wand, die aber sehr oft auch eine sehr starke räumliche Komponente hat. Also das Thema einerseits das Verhältnis von Akteurinnen auf der Bühne und Zuschauerinnen im Zuschauerraum und wie können Räume oder räumliche Verhältnisse da auch hinterfragt werden. Das Thema der Interaktion zwischen den Zuschauern als gesellschaftliche Thematik und das gebäudeorganisatorische Thema, dieses was ist hinten, was ist vorne, um es zusammenzufassen. Konkret war die Aufgabenstellung im letzten Jahr eben eine Architektur für einen performativen Raum, man könnte auch sagen für ein Theater, um es vereinfacht zu formulieren, zu generieren, herzustellen, wie immer mit einem sehr konkreten Raumprogramm, das sozusagen der Ausgangspunkt der Diskussion und Herangehensweise war, oft auch ein Reibepunkt, Dinge zu hinterfragen und das Ganze eben an 3 Bauplätzen in Wien. Im letzten Jahr waren das 3 Bauplätze
entlang des Wienflusses sehr, sehr öffentliche Bauplätze oder auch Schauplätze, die per se oft performative Situationen immanent schon beinhalten und die aber natürlich auch für uns unterschiedliche Fragestellungen oder Rahmenbedingungen liefern, um eben diesen Diskurs auch zu überprüfen oder konkret zu formulieren. Bauplatz 1 im letzten Jahr war die sogenannte Hermann-Strand-Bar an der Gabelung von Wienfluss und Donaukanal, ein Ort, der stark frequentiert ist von Radfahrern, Fußgängern und eben schon alleine aufgrund seiner Lage sozusagen eine performative Situation eigentlich herstellt. Bauplatz 2 im letzten Jahr war das Ende des Naschmarkts oder die Kante dieser Naschmarktüberplattung oder Wienflussüberplattung zum Wienfluss mit dem Vorfeld eines jetzigen Parkplatzes, auch der U-Bahn-Station, wo wir uns die Frage stellen, was kann ein zukünftiges Szenario auch für diesen Ort sein, der vielleicht in näherer Zukunft auch nicht mehr nur für Autos sozusagen ja, da sein soll. Der dritte Bauplatz im letzten Jahr, am Margaretengürtel, nochmal ganz andere Rahmenbedingungen, umspült, wenn man so will, von stark befahrenen Straßen. Auch da ist ein Thema, was kann ein öffentliches Gebäude in so einem Kontext leisten? Wie kann es in so einem Kontext, der ja, transitär wahrscheinlich ist, wie kann ein öffentliches Gebäude in so einem Kontext wirksam werden? Also das sozusagen die drei Bauplätze, die letztes Jahr behandelt worden sind. Tina. Back to me. Yeah, I was mute. Yeah, at the end, you all remember, as this is a crucial event for us to somehow confront the whole generation of students who we somehow carefully guide through this methodology of kind of teaching architecture with a huge group of external and internal teachers on the topic of architecture typologies and public buildings, where we try to, as you see here, also from the spatial perspective, somehow highlight the necessity of the performative spaces, not only in the theater, as in this case, but also in other public buildings that we try to teach. What we can see in this exhibition, end of year exhibition, as you all vividly remember, you can see the kind of curated production of each of you, of all students of last year's Studio Gebäudelehre, where careful selection of diagrams, perspective drawings, sections, and let's say basic floor plans, in addition to two key models, so 1-50 model and 1-200 model. So each of them trying to show completely different set of issues. And this is also something, maybe we go to the next slide, Thomas. This is also something that we try as much as possible to each year to somehow teach you that we create radical spatial positions through manipulating the space itself. And this cannot occur only through a set of drawing, but within all these experiments, either the developmental models or abstract models or then final models have to be carefully tuned in order to respond to the task that we had given you and your teachers. The last slide. So we don't have a clue how we are going to do this year, for sure not end of June. We will expect also for this year's students, because probably they're on YouTube listening, for the same degree of the quality of the models and of the production. We can also see the booklets, which are an important part of your presentation because you demonstrate the whole design process that led you to the final design that we are basically somehow with this external jury judging. Maybe this is also a momentum for a kind of an extended explanation.
How do we mark your work or the work of the next generation? Is that we give you the mark together with all the teachers of Studio Gebäudeler. We discuss each mark together, somehow to be fair among the groups, but of course to give the prizes of the best 10 or 20 projects, where we are happy to get the very specifically selected set of books as a prize. It's always given by an external jury, which of course means that sometimes the members of that jury define which projects would be awarded, and if the jury would be different, another set of projects would be awarded. So this needs to be taken in consideration. Usually we invite a juror which is from the field, which we also had last year, being director of a theater, and another colleague, a professor or a teacher, which is kind of very active within the field of designing public buildings. So this is maybe also a reminder of you that whenever you're going to do architectural competitions, either as students or further on as professionals, that it's not only how great, radical, conceptual you are able to respond to the task, but of course it's related also to who, to which set of group is actually judging that. But anyway, today we are really looking forward to hear your explanations, because this I'm each year one of the three-member jury trying to assess all your work. So I see all your panels, all your models. Of course, then we do a first selection, and then further on, we somehow outline together with the others the awarded projects. But what I'm missing at that point is hearing your arguments, how you got to those reasons and what was behind. So I'm hoping to hear that today, also with the other broader audience. But also what we wish to discuss with you today is how do you reflect on that semester last summer of the teaching methodology, of what you thought you learned from, and what was crucial for you in those steps that you could advise the other generation of students to somehow follow or push even harder. So this is what we are hoping to hear very soon from all of you. I wish you great presentations. Don't be nervous, because that's natural also for anyone who has years of experience in presenting. And we are really looking forward to discuss your work. Ja, wir werden jetzt 10 Präsentationen sehen, 10 Projekte. 10 Projekte, die sehr unterschiedliche Aspekte thematisieren, aber gerade in diesen Aspekten eben herausragend waren. Es sind 10 Beiträge, die für uns auch eine Art Diskussion aufspannen, die viele Fragen auf unterschiedliche Art beantworten, die wir oder ich jetzt nochmal zu Anfang gestellt habe, aber die auch neue Fragen stellen zum Teil, was für uns auch ganz wichtig ist. Wie gesagt, 10 Präsentationen hintereinander, sortiert, wie man es jetzt sehen kann, nach Bauplätzen. Es wird Zeit für eine Diskussion im Anschluss geben und vielleicht kurz der Hinweis, es wird auch die Möglichkeit geben, für Leute, die auf YouTube zuschauen, in den Kommentaren auf YouTube Fragen zu formulieren, die wir nachher sozusagen auch in die Diskussion einbringen werden. Ja, jetzt würde ich sagen, wir fangen an, wir versuchen es. Wir beginnen mit eben Bauplatz 1, Projekt Titel 8 von Birgit Rieder und Alexandra Völker. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Präsentation. Wir wollen euch heute unser Projekt 8 vorstellen. Mein Name ist Birgit. Und ich bin der Alex. Hallo. G-
Genau, und zuerst wollen wir euch mal ein bisschen was über unseren Bauplatz erzählen. Kannst du weiter drücken? Achso, sorry. Zuerst wollen wir mal euch ein bisschen was über den Bauplatz erzählen. Und zwar ist eben unser Bauplatz Bauplatz 1 gewesen am Donaukanal. Und das ist eben aktuell die Hermann-Strand-Bar. Und Anbindung gibt es mit der Straßenbahn. Das ist die Station hinter der Zollamtstraße. Und es ist eben ein Bauplatz, der sehr viele Blickrichtungen hat und auf den man eigentlich sehr gut sieht. Das heißt, es ist eine prominente Lage. Und genau das war uns dann eben auch wichtig für unser Projekt. Und daneben sind zum Beispiel die Urania oder der Unica Tower. Und es führt auch direkt ein Radweg vorbei. Das heißt, man fährt genau vorbei. Genau. Und bevor wir angefangen haben, etwas zu entwerfen oder ein Konzept zu entwickeln, haben wir uns mal überlegt, was wir auf unserem Bauplatz machen wollen. Und da haben wir uns eben überlegt, dass wir eben den performativen Raum am Wasser wollen, beziehungsweise auch das Wasser als Kulisse mit einbeziehen wollen. Und dadurch, dass man auch über eine Rampe auf den Bauplatz kommt, sieht man eigentlich zuerst mal über den ganzen Bauplatz, bevor man ins Gebäude eintreten kann. Und zurzeit ist auch keine Nutzung im Winter und das wollten wir eben auch ändern. Aber wir wollten trotzdem zwei verschiedene Situationen im Sommer und im Winter beibehalten. Genau, und wir haben uns dann auch überlegt, warum muss ein Theater eigentlich immer in einem funktionieren? Warum funktioniert es nicht auch anders? Und haben angefangen, die Funktionen zu trennen. Weil für uns, also wir haben es eben versucht, ein Theater nicht nur in einem zu bauen, sondern eben zu trennen. Was uns auch sehr wichtig war, war das Raumbuch. Das war sehr umfangreich und es war auch schwierig zu realisieren. Wir haben relativ lang herumgetan, aber es hat im Endeffekt funktioniert. Dann haben wir uns eben auch noch Gedanken gemacht, was kann man trennen, was gehört zusammen. Und das, ja, genau, dann haben wir das eben lang herumgeschoben, bis wir dann auf die endgültige Gebäudeorganisation gekommen sind. Dann, wie wir das Erste, was wir uns am Bauplatz überlegt haben, war eigentlich durch die Aufgabenstellung, die wir bekommen haben. Das war damals eben die Aufgabe, sich irgendeine Situation am Bauplatz zu überlegen. Und das war für uns, wir haben uns da eben einen Spielplatz überlegt, weil man doch auch von oben nach unten hinuntergehen kann und da eben auch so eben hinunterklettern kann. Und wir wollten einfach einen belebten Bauplatz. Genau. Dann weiter im Prozess haben wir eben mit verschiedenen Formen herumgespielt und eben probiert, wie man diese am Bauplatz anordnen kann und haben aber währenddessen auch schon überlegt, wo welche Funktion stattfinden kann. Also das war eigentlich so ein gleichzeitiger Prozess. Wir haben dann eben ziemlich viel herumprobiert, sind dann aber im Endeffekt doch bei den Kuben geblieben, weil es eigentlich für uns auch nicht wichtig war, was jetzt für eine Form das Gebäude hat, die Form war quasi nicht wichtig für das Konzept. Im nächsten Schritt haben wir die Formen immer wieder verschoben, vergrößert, verkleinert und haben verschiedene Platzsituationen generiert und haben eben dadurch, was wir eben auf diesem Bauplatz wollten oder wie wir wollten, dass der Bauplatz wirkt und was die Mitarbeiter und die Besucher eben für Plätze haben, dadurch haben wir uns dann eben entschieden, wie wir die Gebäude auf unserem Bauplatz anordnen. Und was noch für uns eben das Thema war, war das Thema der zwei verschiedenen Situationen, nämlich einmal im Winter und im Sommer. Und da war für uns wichtig, dass man dem Raum, dadurch, dass es verschiedene Gebäude sind, dass man dem Raum außerhalb der Gebäude
auch einen als performativen Raum gestaltet und dass eben der ganze Platz belebt ist und quasi der ganze Platz als performativer Raum im Sommer genutzt werden kann. Im Winter kann das teilweise auch draußen sein, wenn die Leute das eben sich wünschen oder eben dann drinnen, wo es wärmer ist. Ja, dann ist eigentlich bin ich an der Reihe. Wir haben uns eben aufgrund der Analyse, welche Funktionen zusammengehören, welche getrennt gehören, sind wir eben zu der Anordnung gekommen. Das ist eben unsere endgültige Anordnung. Wir haben es eben so gedacht, man kommt eben über die großzügige Rampe. Es ist eigentlich ein schöner Zugang zum Bauplatz. Und man kommt eben dorthin und es ist eben gleich es öffnet sich eigentlich so und dann kann man eben auch rübergehen auf den gemeinsamen großen Platz, der eben auch im Sommer bespielt werden kann. Und der erste Zugang ist eigentlich auch zum Café, Foyer, wo man eben auch ankommt. Man kann dann eben auch über die Schleuse geschützt in den Hauptsaal gehen. Das war etwas, wo wir lang drüber diskutiert haben, ob es denn wirklich nötig ist, das zu verbinden, aber es macht irgendwie schon Sinn. Irgendwo braucht es dann doch Verbindungen. Es gibt also so ein bisschen der Ausreißer ist dann so unsere Studiobühne geworden. Also man sieht, es ist eigentlich so, ja, in der Anordnung bricht etwas heraus. Dann eben im Freiraum. Hier gibt es eben die verschiedenen Platzsituationen. Eben immer Plätze zum Ankommen, größere Plätze zum Verweilen, aber auch für performative Gestaltungen. Eben immer, und wichtig ist auch das am Wasser, deswegen ist auch unser Hauptgebäude quasi am Wasser. Und man sieht eben hier dann auch die Bühnenelemente, die eben in den Außenraum wandern können. Sieht man jetzt dann auch. Also das war quasi unsere Verbindung von Außenraum und Innenraum. Uns war irgendwie immer die Trennung von Sommer und Winter dann zu stark. Und wir haben eben überlegt, wie können sie das verbinden. Und wir haben sie gedacht, ja, warum kann man das nicht einfach nach draußen verlagern, transportieren? Also da gibt es eben aus einfachsten Elementen können sich verschiedenste Situationen ergeben. Das ist eben unsere Axonometrie. Da sieht man eben, wie das Ganze von oben mal funktioniert. Eben auch möglichst belebt hier. Und man sieht eben auch gut, dass sie die Gebäude auch öffnen. Also der Hauptsaal öffnet sich zum Beispiel zum Wasser. Also das war uns eigentlich vom Anfang an bis zum Schluss immer wichtig, dass es eine Verbindung zum Wasser gibt. Und eben auch hier im Saal 2, also unseren verglasten Turm quasi, hat man dann auch die freie Sicht. Und das ist eben auch so eigentlich der beste Blickpunkt in die Weite, eigentlich perfekte Position im Donaukanal. Das sind eben unsere Grundrisse. Hier sieht man vor allem, dass wir haben ein Raster, auf dem alles drauf liegt. Am Anfang hat die Anordnung dann doch noch, also die Gebäude haben sie für uns zu Beginn noch etwas schwer verbunden und irgendwie hat sie das dann alles, ist alles ineinander geklickt, wie dann das Raster da war. Und durch das verbinden sie sich alle ein bisschen. Einzig halt der Saal 2, das ist eben bis zum Schluss unser Ausreißer geblieben. Der ist absichtlich nicht ganz im Raster. Und hier sieht man eben auch, dass die Elemente nach draußen wandern. In der Schnittperspektive sieht man dann vor allem auch gut, wie tief der Bauplatz liegt. Also es ist, die Rampe ist sehr prominent und es ist eben so ein Schritt, dass es ankommen. Man kommt da eben mit so einem Blick in den Saal ein bisschen und
wir wollten eben bis zum Schluss auch realisieren, dass wirklich jede Funktion untergebracht werden kann. Und deswegen ist unser Lager ist nach unten verlagert worden. Ja, also wir haben wirklich auch vom Raumbuch auch jede Quadratmeterzahl, wir haben das etwas zu genau genommen, aber das war dann irgendwie auch so unsere Challenge bis zum Schluss, dass wir das auch wirklich machen. Genau, und hier noch ein paar Bilder, wie das so aussehen könnte, wenn das denn bespielt ist. Ja. Das ist eben in unserem gläsernen Turm, in unserer Studiobühne drinnen, eine Sicht nach außen. Also es ist eben wirklich eine gute Stelle mit gutem Ausblick. So. Ja, noch ein paar Modellfotos. So eben unser Schnittmodell, 1 zu 50. Ja, und da sieht man zum Beispiel auch unten in der Mitte, dass man eben auch die Funktion, dass sich unsere Räume öffnen können im Sommer, dass man quasi die Tore aufklappen kann und dann ist eben das ganze Theater ein Raum und die Leute können sich halt von A nach B bewegen, wie sie wollen und alles wird quasi zum performativen Raum. Ja, und unten rechts ist dann eben auch nochmal unsere Schleuse gezeigt, die eigentlich auch, obwohl sie dann irgendwie das schließt und einen Übergang gibt, wir haben sie aber dann doch verglast, damit das nicht so eine harte Trennung ist. Ja. Das wäre es eigentlich. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein, das war's. Dann danke sehr. Thank you so much, Alexandra and Birgit. It was a very interesting presentation. Obviously, Thomas was your teacher, so he knows a little bit more about the project than I do because he was part of the development. I think it was very clear also the way you presented how a set of decisions was crucial and testing and prototyping to understand how each of these, let's say, either shapes or positioning on certain programs, what kind of outdoor spaces would that create on that particular site, with so much related to the river, which is in adjacent to that. And I think you had a very set of very nice slides to somehow understand what is important in terms of designing architectural project, but actually defining the urban scale with that. So the relationship between inside and outside, and of course you had this concept of the dispersed theater, also how you created very interesting set of elements, which they had their own character, like this kind of Bühne, the sets, which they played a little bit different role outside and inside. And I think with this kind of careful sets of these elements, you were able to bring groupings and arrangements of things that they somehow, they were very novel and fresh. What is great also in one of the last slides where you show how through the models, how they really perform. And also you were able to use these large models and the photos of those in order to show what kind of feeling, still in an abstract way, what kind of atmosphere and performance would visitors have in that. So, and that I think it's so unique and so critical for what we tried to do with this studio, Gebäudelehre task with the theater performative space. Thomas, do you want to add something? Ich kann nur sagen, es war sehr, ich kann mich noch sehr gut an den Prozess erinnern natürlich, auch an diese Modellschlacht, wenn man so will, fast im Workshop. Ne? Da waren ja, ihr habt ein paar davon gezeigt, wahrscheinlich waren es am Ende an die 100 Variationen, die ihr da ausgetestet habt. Und ja, also man hat bei euch gesehen, dass es eben dieses viele Testen ist, dieses Räume auch im Millimeterbereich, wenn man so will, zueinander zu verschieben und zu schauen, was passiert.
dass das manchmal vielleicht den Prozess auch endlos, nach endloser Entscheidungsfindung sich anfühlt, aber eben am Ende auch Gewissheit gibt, wann Dinge eben sitzen und wann sie an dem Punkt angelangt sind, an dem man sie haben will, ne, und Argumente dafür auch findet. Also war sehr schön, mit euch zu arbeiten, kann ich nochmal sagen. Das nächste Projekt, auch wieder am Bauplatz 2, die Tina hat vorher kurz das Thema Urban Scale angesprochen, betrifft vor allen Dingen eben den Urban Scale, also ein Projekt, das sozusagen ein öffentliches Gebäude, das die Dimension oder die Ebene des Städtischen vor allem auch angreift. Wiener Walzer nennt sich's und ist von Hatice Dayakli, Elisabeth Pförner und Oliver Reinwetter erarbeitet worden. Bitte sehr. Okay. Hallo, wir sind Hatice, Olli und Lisi und unser Projekt lautet auf den Namen Wiener Walzer. Hört man mich eh? Ja. Okay, super. Also generell, was man so sagen kann, ist, dass wir uns sehr lange mit dem Bauplatz an sich beschäftigt haben. Also wie man schon gehört, haben wir eine sehr prominente Lage am Donaukanal und wir haben auch sehr viel Zeit für die Formfindung aufgebracht. Was wir sehr speziell fanden am Bauplatz, war eben die Wien-Flussmündung und dass sich dadurch drei schöne Ufer ergeben und man generell eine Weite am Bauplatz hat, also die Sicht ist kaum eingeschränkt. Und deshalb haben uns wir auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und sind nicht nur auf dem Ufer von Hermann Strandbar blieben, sondern haben es auf alle drei Ufer ausgeweitet, unser Projekt. Und ein Grundgedanke von uns, der uns eigentlich das ganze Semester lang verfolgt hat, ist, dass wir diese drei Ufer verbinden wollten. Wir haben eigentlich sehr viel herumprobiert mit Ufererweiterung, haben das Ganze gedreht, geschaut, was in den Knotenpunkten passieren könnte. Und schlussendlich haben wir uns dann für eigentlich eine simple Form entschieden, und zwar für den Kreis, der einfach als geschlossenes und verbindendes Element wirken soll. Außerdem haben wir uns noch ein bisschen mit den Hauptelementen vom Theater beschäftigt, also Galerie, Tribüne und Bühne. Wir haben zwar im Gebäude selbst zwei Theatersäle, aber das ganze Gebäude sollte als Theater quasi wirken, so Theater für die Stadt. Also wir haben da oben eine Galerie zum Beispiel und die ganze Ringfläche soll so ein bisschen Bühne und Tribüne sein. Da ein Leitsatz von uns war, Performance ist gleich Bewegung, Bewegung ist gleich Freiheit und Freiheit ist gleich Performance. Und Performance kann halt wirklich überall passieren. Es kann jetzt ein Schiff sein, das sich da am Donaukanal gerade wendet oder Gespräch zwischen zwei Leuten. Genauso wie ein normales Theaterstück, wo man einfach passiver Zuseher ist. Genau, Konzeptkollage zum ein bisschen Einfühlen von uns. Und im Lageplan sieht man auch, dass wir uns ein bisschen an den Bestand quasi angepasst oder eingebaut haben. Also wir haben die Rampen da aufgenommen und selbst Rampen hinzugelegt. Genau, und in der Achse sieht man auch, dass wir auch auf die Höhenunterschiede so ein bisschen eingegangen sind. Also eben das Straßenniveau und das quasi Uferniveau von allen drei Bauplätzen, also dass wir das mit einbezogen haben. Ja, ja, also für uns war eben quasi die Konzeptphase die längste und auch die wichtigste. Wir haben wirklich sehr lange gebraucht. Also wir hatten relativ bald die Idee, mit diesen drei Ufern zu arbeiten und quasi diese drei Fußgängerströme, die da existieren, auf diesen Ufern irgendwie miteinander zu verbinden. Aber haben endlos lange gebraucht und viel herumprobiert, bis wir dann irgendwie das mehr oder weniger die Form hatten. Also die Form stand eigentlich erst am Schluss quasi in den letzten 1,5 Monaten fest. Und davor haben wir uns eben halt auch gedacht, was ist Theater, was ist ein modernes Theater eben. Und das ist halt auch irgendwie der städtische Alltag, der halt ständig passiert, ist mehr oder weniger die größte Geschichte, die erzählt werden kann. Und so wird halt eben das Theater selbst zur Bühne, die Leute selber zu den Schauspielern. Und
Ja, um das eben zu verbinden, war dann irgendwie die dynamischste Form, die es überhaupt gibt, der Kreis, dann für uns am Ende dann doch das Mittel der Wahl. Und auf diesem Weg eben, um diese Formen zu finden oder quasi unser Ding auszuformulieren, haben wir halt auf verschiedenste Werkzeuge zurückgegriffen, wie eben Schnitte, wo man eben die Dimensionen auch ganz gut sieht von der Höhe, von den Personen, weil im Grundriss selber kann man weniger ahnen. Wir haben auch extrem viel mit Collagen gearbeitet und viele Modelle so aus irgendwelchen Materialien schnell irgendwas zusammengebastelt, einfach um damit einfach irgendwelche Ideen zu bekommen. Also speziell auch im Workshop haben wir 3-4 Tage lang hunderte Modelle gebaut, aus Alufolie, aus irgendwelchen Styrodurresten zusammengeschnitzt und um so halt quasi Ideen zu bekommen. Ja, da sieht man es, also schnell aus Alufolie irgendwas zusammengeschustert und so quasi irgendwie das, was man so im Kopf hat, aber nicht wirklich begreifen kann, einfach schneller fassbar zu machen. Ja. Nächste Folie vielleicht. Lise, kannst du vielleicht zu der Folie mit den Zeichnungen? Ach so, sicher. Nee, aber glaube ich übersprungen. Danke. Also vielleicht eben auch noch zu dem, was Oliver gesagt hat. Wir haben wirklich sehr viel entworfen und sehr viel gezeichnet, wie man auch hier sieht. Es war nur im Hinterkopf immer nur, dass wir eben diese drei Ufer verbinden wollten. Und dementsprechend haben wir dann irgendwie am Ende 100 Varianten gehabt, wie wir das irgendwie so verbinden könnten. Und haben uns auch eigentlich selbst verloren, weil wir eben so viele Varianten haben. Und im Hintergedanken war immer dieser Leitsatz von uns: Performance ist gleich Bewegung, Bewegung ist gleich Freiheit und Freiheit ist gleich Performance. Und wir haben es dann irgendwie geschafft, das zu lösen und sind dann eigentlich auch zu der einfachsten Variante, sage ich mal, wieder zurückgekommen, nachdem wir so viele Beispiele hatten. Und ich muss sagen, das Semester hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Und ja, wir haben auch eben das Schnittmodell haben wir zweimal gebaut. Das erste liegt jetzt im Müllkorb. Und es war halt für uns immer wichtig, dass wir alle damit zufrieden sind. Und ich glaube, das haben wir auch damit geschafft, mit dem Projekt, dass uns das alle irgendwie gefallen hat eben. Dankeschön. Thank you so much, Elizabeth, Oliver and Hathis. Thank you for orchestrating this presentation from three different positions. I remember that project vividly because you always remember all the projects that they are actually not following the guidelines. But of course, what is crucially important that first you do understand the issues and the questions that we are asking you for, and of course so the character of the site, the context in itself. And I think you've proven, and once you do understand that deeply and you have arguments to somehow confront what we confined you with, then of course you can do that. You can go beyond of what was kind of limited for you. But of course you have to be very careful that this remains strong enough, but also subtle enough on this kind of level, because of course you enlarged the site itself, but of course you also opened up for thousands of options, which we heard that you had difficulties understanding. What I think it's crucial is that once you just kind of sketch out one possibility, because you had a very nice presentation, because you said, okay, this was our topic, to connect these three shorelines. And you had this kind of overall strategy always in your minds,
and testing kind of opposing proposals on that. And of course, I think you can learn how, then you can, maybe we will discuss that then further, how do you eliminate your tests and how do you select the one to somehow continue with and how you argue for which one is the best option of what you tested. But what is crucial is that once you put the test in front, you can discuss its potential, either from a perspective of the site or from the perspective of the program or from the perspective of the paths of, you know, being realistic or utopian. So each of these sketches opens up a discussion and further thinking. So basically, you are not just coming, you know, saying, okay, this is the best project, we had this in our head. And I think these are these kind of subtle, this is the learning process, because this is going to be a continuing set of decisions on every day if you are part in the future of architect as a designer. And I think this happens like every day, like today, now I'm in my home, but across like 5 meters beyond, it's our office. We were doing super similar things than you were for a competition that we are working on like right now. So I think this is really, really crucial set of motions. It was very bold proposal, but what I especially liked that also today in the presentation, you started with the section. And I think that's also very, very, very crucial agenda that you don't always understand the issues of urban planning or architecture from top down, although you did a lot of tests from there, but also that kind of this shoreline and how it reaches the water could be the most important things. And from here on, you somehow connected all three. And of course, then at the end, you again concluded with this kind of sectional model with somehow proven your diagram at the beginning. So I think that transition was very smartly done. And yeah, and congrats to you three, intense group. We'll discuss further, and also congrats to your teacher, which I think he's with us today, I hope. I think I Vielen Dank an Wilhelm. Danke. Danke. So more later. Thank you. Thank you. Ja, wir haben jetzt gerade gesehen, dass jedenfalls der Bauplatz 1, aber im besten Fall tut es unser Studio immer auch verschiedene typologische Ansätze, also werden verschiedene typologische Ansätze provoziert durch die Aufgabenstellung auf der einen Seite, aber natürlich durch die Orte, durch die Bauplätze auf der anderen Seite. Also eine aufgelöste Variante gesehen eines Theaters, ein Theater in einer urbanen Großform und auch das nächste Projekt löst die Aufgabenstellung in einer sehr anderen Richtung nochmal, nämlich in einer vertikalen. Theatertürme heißt das nächste Projekt und wurde von Karin Kopeinik und Maximilian Greinwald bearbeitet. Bitte sehr. Ja, hallo, also mein Name ist Karin. Und gemeinsam mit dem Max haben wir letztes Sommersemester eben das Projekt Theatertürme im Hermannpark bearbeitet. Begonnen haben wir unser Projekt mit der Referenzrecherche. Und zwar war unser Referenzprojekt das Teatro del Mondo. Das ist ein temporäres, oder es war ein temporäres schwimmendes Theater in Venedig in den 80er Jahren. Und das Besondere an dem Theater war, dass es einen Zentralraum als Bühne gehabt hat und Tribünen, Zuschauertribünen, die im Erdgeschoss rundherum angesiedelt waren. Und in den oberen Rängen hat es Stehplätze gegeben. Und das ist ein Thema, das sich bei uns dann im Entwurf weitergezogen hat. Also zu Beginn vom Studio haben wir intensiv auch uns mit dem Kontext beschäftigt. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass die Ebene des Donaukanals, also diese Promenaden, durch den Wienfluss, also durch die Einmündung getrennt sind. Und deshalb war die erste Collage, die entstanden ist, die Verbindung von Wegachsen, welche sich in einem Knotenpunkt treffen. Das sieht man auch hier gut im Grundriss, also einerseits vom Wiental kommend, aber auch von dem linken und rechten Bereich.
Der Knotenpunkt ist dann links oberhalb des Bauplatzes entstanden. Wir haben dann in der Analyse verschiedene wichtige Bezugspunkte in der Umgebung herangezogen und die Höhen analysiert. Und dann ist schon eigentlich der Gedanke entstanden, dass man auch direkt den Knotenpunkt als zentralen Punkt des Theaters verwenden könnte. Wir haben das dann in dem Prozess, haben sich dann so Diagramme ergeben, wo wir diese Wegachsen gezeichnet haben und die Bezugslinien rundherum finden sich dann Art Theatertürme, welche Funktionen aufnehmen. Die haben wir dimensioniert anhand verschiedener Kriterien und die haben dann eine Outline ergeben. Das war dann auch schon also für die Gebäudeform ausschlaggebend. In dem Diagramm sieht man dann, wir haben das dann in einen Art Schichtensystem nach außen extrudiert und diese Funktionskerne dann dazwischen aufgefüllt. Ja, also während dem Entwurfsprozess, also im Konkreten bei dem Workshop, haben auch wir wahnsinnig viele Modelle gemacht. Und da sieht man jetzt eine kleine Auswahl, und zwar wie wir eben experimentiert haben mit den Funktionstürmen, auch mit den Molen, wie die genau ankommen zum Kreuzungspunkt, aber auch mit ersten Volumensmodellen. Ja, bei der Gebäudeorganisation sieht man da im Grundriss unser Zwiebelschalenprinzip. Also wir haben das Gebäude nach einem Zwiebelschalenprinzip aufgebaut. In der Mitte sieht man eben den Saal. Rundherum, die erste rote Schale, ist der Balkon. Das ist dann in den oberen Geschossen eben das Stehtheater. In der nächsten Schale sind die Funktionstürme, die Funktionskerne. Und in der äußersten Schale sieht man, da ist die Erschließung, es ist eine Treppe in unserem Fall, die sich um den ganzen Turm wendet. Und dann sieht man auch noch im Untergeschoss die zugeordneten Räume, die eben wir gebraucht haben, also Künstlerinnenbereich, Werkstätten, Anlieferung, Lager und auch die Administration. Und im Schnitt sieht man ebenfalls das Zwiebelschalenprinzip, aber was wir da eigentlich zeigen wollten, ist die Dreiteilung, die sich ergibt. In den unteren beiden Geschossen, wo man eben über die Molen ankommt, sind Foyer, Café, Garderobe angeordnet. Dann im nächsten Teil kommt der Hauptsaal, also die Hauptbühne. Und ganz oben haben wir die Studiobühne angeordnet. Ja, da sieht man jetzt noch einmal die Verortung und wie die Molen aus den drei Richtungen zu unserem Gebäude führen. Und in dem Lageplan wollten wir speziell noch einmal zeigen, das Atrium, also den Ausschnitt für das Atrium, der eben das ist im Untergeschoss im Prinzip, und auch die Abfahrt für die Anlieferung, das da parallel zur Rampe angeordnet ist. Und das war uns deshalb wichtig zu zeigen, weil wir eben auch die freie Fläche, die jetzt der Hermannpark bietet für die Öffentlichkeit, erhalten wollten. Also so, dass diese Fläche öffentlich zugänglich bleibt. Dann kommen wir zu den Grundrissen. Also direkt in den unteren Teil, wo die Öffentlichkeit ins Gebäude führt, gibt es eben diese drei Molen, und dieser Bereich ist halb öffentlich bzw. öffentlich. Eben direkt an der Ebene des Donaukanals befindet sich ein Café mit Bar und Küche in den Kernen. Und hier sieht man auch die Rampe, die schon außenliegend beginnt. Darüber befindet sich dann der Bereich fürs Theater mit Garderoben, Schließfächern, Aufenthaltsbereich und dem südlichen Zugang. Darüber
befindet sich der Hauptsaal. Das ist so ein zentraler Raum, also mit der Bühne. Hier die Hinterbühne und mit einem Anschluss an den Lastenlift. Rundherum befinden sich in den Kernen Logen und dazwischen Bereiche zum Sitzen, also kleine Sitztribünen. Darüber findet man dann zu Zuschauerebenen verschiedene und als Beispiel hier, wo auch gewisse Funktionen, die benötigt werden, aufgenommen werden. Hier sieht man das schon gut in den Modellfotos, die Atmosphäre, den Blick von der Hinterbühne, also in den zentralen Raum, wo man hier in den Logen sitzen kann und nach oben die Balkone für die Zuschauer. Die Studiobühne funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ganz oben gibt es noch eine öffentliche Terrassenebene, wo sich die Logen in den Stadtraum öffnen und es freie Terrassen gibt für die Öffentlichkeit. Hier sieht man das Geschoss, welches einfach die Nebenräume und Künstlerinnengarderoben, Administration beherbergt und auch die Anlieferung. Also, ja. Ja, also unser 1:200er Modell, da sieht man am rechten Bild die Urania im Hintergrund. Das war dann auch für die Höhe von unserem Turm so ein bisschen der Maßstab. Also daran haben wir uns dann stark orientiert bei der Dimensionierung der Höhe. Also in unserer Schnittperspektive kann man auch zusammenfassend gut sehen, also die Dreiteilung. Unten dieser öffentliche Bereich, wo direkt die Menschen, also wo alles reinfließt, in das Café, die Garderoben. Darüber befindet sich dann der Hauptsaal mit den Balkonen und ganz oben noch die Studiobühnen und eben rundherum eben die Erschließung mit dem Rampensystem. Was man hier noch dazu sagen kann, also wir wollten bezüglich der Fassade die Struktur von innen, also einerseits die Stahlbetonkonstruktion und die Holzkonstruktion auch außen abbilden. Deswegen haben wir die Gebäudehülle eine Schale nach hinten versetzt und so kann man hier gut das Erschließungssystem ablesen und die Struktur. Ja, und zum Schluss wollten wir uns noch bei unserer Betreuerin bedanken. Also unsere Betreuerin war die Karin Pringel. Und also wir haben uns da sehr wohl gefühlt und sehr gut betreut gefühlt und haben ihr konstruktives Feedback immer sehr geschätzt. Und der Max und ich haben auch dann weiterhin noch zusammengearbeitet. Also wir haben im Anschluss daran gleich das nächste Studio auch gemeinsam gemacht. Also danke, Max, auch. Ja, danke. Thank you so much, Max and Karin, for your presentation. I think it's really important also to not only to state your betreuers or your teachers, but also to thank them because basically they are communicating directly with you. Also what we are trying to somehow push forward within the TU, it's also that we will ask all the students in the future to really build the portfolios. So to somehow this, what it's obvious to you, Karin and Max, becomes obvious also to everyone else. That when you present a project, you need to present it to the whole group, so both of you and of course the teacher and the course, because then we can understand when you apply for an Entwerfen to anyone, you know, which kind of, you know, from where does it come, who this work has been worked with. To somehow commend your work, I think it was the first project to date which really started with the reference research and really heavily responded to Teatro del Mondo von Rossi. I think you've proven, you know, how a temporary, radical, vertically defined somehow reference could inspire a different section, but still a verticality in its own. I think it's interesting also if you compare the previous project and this project that
you really see how testing completely different approaches. One was super horizontal and connecting the shores, and you were actually kind of highlighting with the tower this particular point. But I think what you were really successful is this, in this layering of spaces towards the inner whole, which was the most evident, I think, in your perspective drawing in the section in itself. So you saw, I mean, we've seen a lot of floor plans while you were explaining how this performs, but you have to, for sure, you know that we understand your project far better from the section than from the floor plan. And of course, also in your case, you've used detailed kind of zoomed in models extremely well to somehow not highlight only the spatial qualities, but also this kind of atmospheric qualities, which are on different scales. So you see also this kind of agenda that we have with these tasks, that it goes from urban intervention to the atmosphere and the performance of a smaller part of the work, which was really carefully kind of processed in your case. So we could see that the overall concept, but of course you somehow followed this concept of, you know, diverging into the center throughout the whole floors. So yeah, it was inspiring to see such a radically different approach to on that particular moment. And I think this kind of tests, it proves that also from the perspective of the city, this kind of sites should be tested from very opposite, let's say, urban suggestions, in order to see what each of these sites could actually in the grand future kind of consist of, or what would be the best option. So thank you for a great presentation. We will discuss other positions after the presentations of the others. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Ich finde auch, dass der Aspekt, das Thema der Referenz sehr, sehr interessant ist, weil es uns auch heuer im Studio sehr stark beschäftigt, dass man eben versucht, eine Referenz auf ihre Prinzipien zu überprüfen und diese Prinzipien wiederum als Ausgangspunkt nimmt für eine eben ganz neue Architektur, die dann nicht eben formal sich anlehnt, sondern in den Grundprinzipien einer Idee von Aldo Rossi sozusagen auch auf einer anderen Situation anknüpfen kann. Wir gehen jetzt weiter zum Bauplatz 2. Da gibt es 5 Projekte, auch wiederum sehr unterschiedliche Themen, unterschiedliche Typologien. Und wir beginnen mit einem Projekt ohne Titel von Anne Steffen und Oliver Kanin. Bitte schön. Hallo, wir stellen euch unser Projekt vom letzten Jahr vor. Kurz zum Bauplatz. Der Bauplatz befindet sich zwischen der linken und der rechten Wienzeile. Und es, für uns war die Baustelle ein bisschen das Ende vom Naschmarkt und der Anfang des Wienflusses. Hier sieht man ein paar Fotos vom Bauplatz. Bei der Kontextrecherche haben wir immer vom Naschmarkt zum Bauplatz geschaut und haben diesen Schwung sehr interessant gefunden und haben dann auch analysiert, wie sich der Platz, der Freiraum bis zu unserem Bauplatz hin verengt und durch die Fassaden von beiden Seiten eigentlich eingeengt wird. Hier sieht man nochmal im Schnitt, wie sich der Freiraum verschlingt. Und dann haben wir ein paar Collagen dazu gemacht, also 2. Und ich glaube, jeder kennt da die Situation am Naschmarkt, aber vielleicht nicht jeder kennt das Ende vom Naschmarkt. Und wir hatten so das Gefühl, dass man, wenn man dort ein Theater baut, dann muss so eine Art Bühne entstehen, also es sollte eingerahmt werden. Und wir haben dann unsere Referenzmale als Collage hinzugefügt
um ja mal die Situation darzustellen, wie es ausschauen könnte. Oder auch, wie es nicht ausschauen könnte mit viel Verkehr, aber wenn man Grün hinzufügt und wie solche Monumente am Ende ja, dargestellt werden können. Ja, diese Collagen waren für uns ein Spiel und waren dann auch eine Inspiration, um irgendwie einen Workshop anzufangen. Und wir haben dann im Workshop beim Modellbauen, haben wir uns viel mit dem Rahmen umfasst, weil wir diese, dass man den Rahmen von Weitem sieht und dass der Rahmen die Bühne einrahmt, hat uns sehr gut gefallen. Und wir haben da 3 Tage mit dem Rahmen rumgespielt und haben einfach keine Lösung gefunden, sodass wir ziemlich verzweifelt waren. Aber ja, ich glaube, also wir haben sicher, ich weiß nicht, wie viele Modelle gebaut, aber die meisten haben weggeworfen auch, weil, ja, sie haben uns gefallen, aber irgendwie auch dann Kanna meinte sie, ja, es könnte eine gute Idee sein, aber wir waren nicht zufrieden und sie sagte auch, ja, ihr könnt sicher auch noch was anderes entwickeln, wo ihr mehr überzeugter seid. Und dann, ja, war es ganz lustig, sie hat uns dann auf einen Spritzer geschickt. Sie hat mal gesagt, geht mal weg 2 Stunden nach dem 3. Tag Workshop. Und wir kamen dann zurück, hatten ganz viel Material auf unsere Tische, wo wir gearbeitet haben, und haben dann einfach einen Kubus hingestellt. Und der hat uns dann gleich von Anfang an überzeugt, weil wir die Beziehung zu dieser Zweidimensionalität von den Fassaden vom Naschmarkt irgendwie sich verbindet, also von der linken und rechten Wiener Zeile. Und ja, folgedessen haben wir dann probiert, das Ganze im Detail zu entwickeln, haben dann auch mehrere Proportionen probiert und ob sich das Ganze nach vorne entwickeln sollte und ob es dann eher rechteckig werden sein soll oder dann eher doch geschwungen. Ich glaube, dass wir den Kubus, das war dieser Kubus, das war eigentlich gar nicht, ich glaube, das war ein Stück Abfall, das auf dem Tisch lag und wir haben das hingestellt. Und es war vielleicht Intuition, dass wir das sofort gut gefunden haben, aber eigentlich gab es schon Beziehungen zum Rahmen. Also es war noch immer, dass dieser offene Raum zu wird und dass wir ein Ende markieren und das war dieser Kubus. Und ja, das zeigen diese Diagramme. Und das ist eigentlich, glaube ich, einer unserer besten Darstellungen, weil wir halt finden, dass der Naschmarkt oben bei der Sezession anfängt und man hat dann so einen halböffentlichen Raum zwischen dem Naschmarkt, zwischen den kleinen Gebäuden, und dann endet es auf einmal ohne Beziehung. Also gibt es dann nur einen Parkplatz. Und da haben wir halt probiert, dann diese Beziehung oder diese Spannung zwischen Sezession und Theater darzustellen und ja, zu verstärken. Da haben wir auch uns überlegt, dass eigentlich der Naschmarkt öffentlich ist, doch um sich da aufzuhalten, muss man konsumieren und es ist kein Freiraum, wo man hingeht, um zu verweilen. Und wir wollten so einen Platz vor dem Theater bieten, weil das Theater an sich, auch wenn es zu ist, nicht dann mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sodass wir wussten, dass vor dem Gebäude ein Platz sein muss, der auf das Gebäude zuläuft und der auch bespielt werden muss. Ja, und deshalb auch haben wir die Studiobühne vom Hauptgebäude rausgenommen und da auch Infopoint, damit einfach das Theater überall stattfindet, nicht nur im Hauptgebäude. Die Idee der Studiobühne war dann auch, dass die Studiobühne, wenn sie gerade nicht für eine offizielle Performance benutzt wird, dass dann auch eine spontane Performance immer geschehen kann oder dass die Bühne einfach als Sitzfläche funktionieren kann. Und dann kam
unsere nächste schwierige Aufgabe. Also wir fanden es zumindest schwierig, weil in einem Kubus alles einfach reinzugeben, fanden wir, also dachten wir, wäre leichter als es umzusetzen. Aber ich glaube, uns war es wichtig, die Bühne einfach aufzuhängen. Sie soll nicht im Grundgeschoss, also im Erdgeschoss vorhanden sein, weil es ist zwar das Ende vom Naschmarkt, aber man soll doch noch das Gefühl haben, dass es weitergeht. Und deshalb kam uns gleich im Sinne, die Studiobühne aufzuhängen und unten im Foyer ein ziemlich öffentlicher Raum im Gebäude herzustellen. Weil da halt auch Privaträumlichkeiten und etc. braucht, haben wir uns da sehr lange, glaube ich, auseinandergesetzt und haben dann einen Privattrakt erstellt. Ich glaube, es war uns auch wichtig, dass, weil die Form so einfach ist, dass alles auch einfach erscheint, also dass man reinkommt und man erkennt, dass der Saal, der da hängt, dass alles, was man sieht, nur der Raum ist, wo das Theater ist, dass nicht noch irgendwie andere Sachen sind, die ablenken. Das ist der Grundriss. Ja, eigentlich alles, was nicht unbedingt öffentlich ist, haben wir versucht zu verstecken, entweder unterirdisch oder im Kern auf der Seite. Und wir haben dann die Haupttreppe als eine Art Windfang benutzt. Wenn man dann so reinkommt, erkennt man gleich, die Treppe ist unter der Treppe und als Verbindungselement zur Bühne, die auch da aufgehängt ist. Und das Foyer ist ein ganz einfacher, offener Grundriss, der Bewegungsfreiheit ermöglicht. Und das ganze andere ist dann im Erschließungstrakt runtergeführt. Ja, hier sieht man, wie die Bühne erschlossen ist durch diese Ebene von Treppen. Und hier haben wir uns dann den Lastenlift noch ausgedacht. Da könnte sich auf der Bühne öffnen, wo dann zum Beispiel spielerisch ein Orchester spielen könnte oder einfach ein Kurzakt geschehen könnte. Vielleicht ist es auch interessant zu erwähnen, wir hatten sehr viele Probleme mit der Erschließung und zum Beispiel dieser Lastenaufzug wollten wir eigentlich, dass jeder den gleichen Weg geht. Das war so einer unserer Probleme, wo wir uns sehr viel damit beschäftigt haben. Aber was ich auch finde, dass man hier schön sieht, ist, dass sich das Foyer bis oben hin erstreckt und eigentlich größer ist, als man am Anfang sieht. Ja, die Schnittperspektive. Hier sieht man am besten, wie die Bühne aufgehängt ist und wie unten ein Freiraum entsteht und das eigentlich ein Raum für sich selber ist. Da haben wir dann noch mit Lichtspiele probiert zu gestalten, damit der Körper in der Mitte einfach mehr Bedeutung bekommt. Und ansonsten haben wir eine Verjüngung vom Raum, damit auch innen technisch alles möglich ist, also für die Zuschauer. Und hier noch ein paar Modellfotos. Zoome ich vielleicht rein. Ja, man sieht, dass es das Ende vom Naschmarkt ist und dass es auch, ich glaube, ein Symbolzeichen ist, dass das Ende ist und dass es sich dann von hier aus wieder zur Sezession entwickeln kann. Das ist das Schnittmodell. Und dann noch eine kurze Gestaltung zum Foyer. Das war's. Und ja, wenn wir euch ein paar, glaube ich, Tipps geben können zum Studio. Ich glaube, wir hatten ganz viele Ideen und ganz viel Hintergrund im Kopf und wir haben uns fast nur auf zum Beispiel den Rahmen fokussiert, wie man den gestalten kann, am Ende, mitten am Naschmarkt. Und ich glaube, es hat uns geholfen, einfach um auf diesen Entwurf zu kommen.
Und ich glaube, wenn ihr ja, Probleme habt, glaube ich, es ist egal, was ihr gerade macht, aber es hilft den Entwurfsprozess. Und auch vielen Dank an die Hanna Moosbauer. Sie hat uns sehr, sehr viel geholfen und sehr viel inspiriert und motiviert. Ja, und es war sehr schön, zusammenzuarbeiten. Ja, danke, Hanna. Thank you, Anne. Thank you, Oliver. Congrats to the project and the representation. Yeah, I think you were also kind of a lucky one to have Hanna as a teacher, as she's an extremely motivated and extremely talented architect. She was actually my first diploma student, where like ever, at the TU Wien. And I really appreciated her approach, which was actually going really beyond the architecture itself. And she's able to challenge you, but also motivate you. And it was great for you to show us this kind of La Défense photo montage, you know, the idea of the frame, which then at the end resulted into something completely different, which I think it's a very, very important kind of transition that you were able to do. Also, this being so self-critical at a certain point, I think it's necessary, because not always you will have a tutor or a mentor who can criticize you while you are developing a project or at the end, but you will need to somehow nurture that level of self-critique throughout your career. And I think that that's really, really important. I think what you also showed us, it's a very specific set of drawing or illustrations. What I particularly was interested in was in this kind of abstraction drawing of the context, that you somehow wanted to somehow do a specific drawing or a diagram illustration of somehow understanding what is the space in between the Secession and your project, and how do you frame that. And I think it's really important to also to communicate that with you, and to also to produce this abstract, let's say, presentations, because then the clarity of the agenda or the concept becomes so evident to you while you are doing it, but also to us when you are presenting the project in itself. So that was specific, really, really specific. And of course, also the way you were able to somehow understand the kind of outer perimeter and the hidden core within that particular building. And I think that was the specificity of this kind of spatial situation and the specific performance that you were very qualified and then succeeded in kind of creating the space that on that particular spot that no one else could. So yeah, congrats to your work again, and we'll continue the discussion afterwards. Thank you. Thomas. Thank you. Ja, danke für die Präsentation. Ich finde auch, dass gerade die Thematisierung des Kontexts bei euch interessant ist, dass ein Bauplatz sich nicht beschreibt mit den meistens vier Linien, die sozusagen einen Platz, wenn man so will, umschreiben, sondern dass es eigentlich immer um die Stadt natürlich in der nächsten Ebene auch geht und dass sozusagen eben das auch manchmal sehr weit gefasst werden soll. Das nächste Projekt mit dem Titel Ma von Elif Özmen und Selma Dervise Fendic. Kenne ich ganz gut, weil sie in meiner Gruppe war. Habe ich es richtig gesagt, den Namen? Ja. Yeah. Ein halbes Jahr trainiert. Hat, glaube ich, wenn ich mich dunkel erinnern kann, sehr, sehr ähnliche Themen eigentlich angesprochen, hat aber, glaube ich, eine ganz andere räumliche Entsprechung dazu gefunden. Bitteschön. So, wir sind Elif und Selma und unser Projekt heißt Ma, was wahrscheinlich viele wundert ist, was ist eigentlich Ma? Ma kommt aus dem Japanischen und bedeutet Gap, Space bzw. Pose oder ein Raum, das zwischen zwei Elementen sie befindet. Also wie beim genauso wie beim Theater, es ist ein Ort, das zwischen Realität und Imagination ist. Ma wird nicht durch kompositionelle Elemente erzeugt, sondern es findet in der Imagination der menschlichen Erfahrung
dieser Elemente statt. Und genauso wie bei jeder Person im Theater seine eigene Welt erzeugt. Also während unseres Entwurfsprozesses gab es drei Hauptakteure, die einen Einfluss auf unseren Entwurf hatten. Einmal Lina Bobardi mit ihrem Gedanken der Straße als Theater, Stan Allen mit der Theory of Field, wobei durch Objekte oder durch ein Objekt Raum bzw. ein Feld erzeugt werden kann. Und Richard Serra, bei dem die Wahrnehmung des Raumes durch die Bewegung definiert wird und wobei auch das Element der Wand als Moderator für die Atmosphäre gilt, was bei uns auch die Wand eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Also wir sind zuerst begonnen mit Analyse des Theaters und der Organisation im Theater. Dort war Hauptsaal das einzige Raum, das eigentlich zur Öffentlichkeit geöffnet war. Wir kehren das um und bei uns wir verstecken Hauptsaal und wir zeigen auch andere Teile des Theaters zur Öffentlichkeit. Und unser Hauptsaal ist versteckter Element, wie beim Theater, wie beim griechischen Tempel auch diese Zelle versteckt war. Griechisches Tempel nutzt die Säulen. Wir wandern von Säulen zum Wänden. Und durch diese Platzierung von Wänden und die aufgelöste Platzierung der Wände, wir schaffen, dass dieses Übergang zwischen Hauptsaal und Außenraum nicht so stark wahrnehmbar ist, sondern langsam. Also man erfährt diesen Raum durch die Bewegung. Ja, genau. Also wie gesagt, durch die Bewegung ist ein wichtiges Element bei unserem Konzept, da durch die Bewegung die Wahrnehmung stark beeinflusst. Und zwar haben wir durch die Verdichtung in Längsrichtung als auch in Querrichtung dieser semi-transparenten Wände werden unterschiedliche Situationen, Wahrnehmungen, Erlebnisse erzeugt. Und man bewegt sich so gesehen von einem offenen Raum in einen geschlossenen Raum bzw. durch die Schichten des Theaters. Also wie auch bei vorigen Gruppen, also es gibt ein paar wichtige Elemente von Bauplatz 2, das ist Naschmarkt, dort ist auch ein prominentes, unser altes Café Rüdigerhof. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass die sehr große Fläche von Parkplatz dort gestanden ist und ungenutzt war, nur für Passieren und keine Attraktion gebietet hat. Ja, was halt wichtig zu erwähnen ist, ist dabei, dass sich hierbei, genauso wie bei unserem Titel, auch um eine Übergangszone handelt zwischen zwei Bezirken. Und wie gesagt, es ist keine aktiv genutzte Fläche. Und dabei gab es auch vier Problematiken, die uns aufgefallen sind. Und zwar einmal die sehr laute Straße, und eine vergessene Blickachse. Also es gibt keinerlei Kommunikation zur unteren Hälfte des Bauplatzes. Und wie gesagt, wird die Plätze aktiv nicht genutzt. Also es wird nicht verweilt. Und ja, auch die Orientierung bzw. Bewegungsrichtung ist schon vom Naschmarkt vorgegeben. Und weiter. Und auch die Fläche, die wir hatten, war eigentlich sehr schmal, um ein großes Gebäude zu bauen. So, wir wollten unsere Theater zu diesem Kontext anpassen, durch die längliche Ausrichtung der Form. Und diese Problematiken haben wir durch Platzierung der Wände gelöst. Erstens haben wir auf die Seite der lauten Straße die Räume und fixe Wände platziert. Dort war zum Beispiel Administration, Künstlerbereich und so weiter, die Räume, die für Öffentlichkeit auch interessant sein könnten. Das Kern der Theater war aufgefüllt mit einem Schienensystem, was man sieht auf diesem dritten Foto. Und dieses Schienensystem eigentlich folgt
eine Ausrichtung der Nash-Markt. Es könnte sich theoretisch unendlich erweitern bis zum Nash-Markt und weiter. Ja, also dieses Schienensystem ermöglicht eben eine flexiblere Anordnung und Anpassung. Also da werden so diese performative Räume können unterschiedlich gestaltet sein. Wir haben hier ein paar Situationen dargestellt, wie es sein könnte. Einmal, es könnte ein Kino sein, ein Ausstellungsort oder während Winter-Weihnachtsmarkt. Wir haben auch viel gedacht über Saisonen, wie kann es in unterschiedlichen Saisonen gestaltet sein. Und ja, jetzt zu unserem performativen und träumlichen Konzept. Und zwar gibt es bei uns drei Protagonisten, die sowohl die Schichten als auch die Räume zwischen den Schichten definiert haben. Und zwar einmal den Performer, den Zuschauer und den Passanten, also die nur dadurch sich bewegen. Und eben abhängig davon, wo man sich befindet, kann man auch selber zum Performer so gesehen werden. Das war dann so die Grundidee, dass es keine klare Trennung vom performativen Raum zu eben diesem passierenden Raum gibt oder öffentlichen Raum. Genau. Und auch zwischen Menschen drinnen. Genau. Jeder kann Performer sein. Was und durch eben, also wir haben auch ein Layering-System und durch dieses Layering-System soll dann auch die Transparenz regulierbar sein, weil es gibt auch Räume, die privater bleiben sollen und so kann man das eben regulieren. Und wie gesagt, auch am Anfang, durch diese Verdichtung in die Querrichtung hat man wieder ein anderes Erlebnis. Also wie viel man sieht, wird wieder eingeschränkt. Also in Querrichtung, wir verdichten die Schichten und in Längsrichtung, wir verdichten die Wände. Ja, genau, da sieht man eben unsere Achse mit den Schienen. Die können mit Wände ausgeführt werden. Hier ist die Schnittperspektive. Dort sieht man unsere Hauptzahl, die nach unten gesetzt ist. Also Schienensystem, das verläuft bis zum Nashmarkt. Und Schichten von Zuschauer, Performer, dann Passanten. Ja, also ich finde, man sieht hier sehr gut, wie das so in das Unendliche eigentlich weitergehen könnte. Ja, und bei unserem Grundriss, also das ist vom Erdgeschoss, man sieht da, dass einige Räume auch oberhalb belassen worden sind. Das sind dann Räume, die eventuell interessanter sein könnten. Und dann alle privateren Räume wie Garderoben wurden dann unterirdisch platziert. Also nochmal Schnitt vom Projekt. Ja, sieht man nochmal. Also diese längliche Ausrichtung. Genau. Dann eine Situation von Innenraum. Dort sieht man sehr gut die Schichten und diese drei Protagonisten. Einmal die Passanten, Zuschauer und hier ist Hauptsaal und auch Zuschauer und Performer. Und auch die Schichten der Transparenz sind hier gut sichtbar. Ja, genau, das ist auch eine andere Situation, wie das auch bei einer Ausstellung aussehen könnte. Auch wieder unterschiedliche, wo man sich befindet, sieht man unterschiedliche Sachen. Ja, das waren unsere Modellfotos jetzt. Das sind, so sieht man die untere Situation, unterhalb, wie es unterirdisch aussieht. Schnittmodell. Also man sieht das nicht perfekt sein. Ja, genau. Und ja, also wie bei den Fotos sieht man eben wieder das mit diesen Schichten gut, also diese unterschiedliche Situation. Und ja, das sind unsere Arbeitsmodelle. Wir haben sehr viele Modelle gemacht, sehr viel rumexperimentiert, auch und sind in sehr unterschiedliche Richtungen gegangen. Mit sehr vielen Materialien, Also alles, was wir gefunden haben. Wir sind zum Bauhaus gegangen und Glasfried gekauft, also weil uns gefallen hat, dass es so semi-transparent ist. Und davon eigentlich kommt diese Idee von Semi-Transparenz und Schichten. Und ja, das war's. Also nochmal danke an unseren
Betreuer Thomas Ammann. Er hat uns sehr gut beraten und begleitet während dieser Reise. Und manchmal haben wir viele Schritte gemacht. Also kein Schritt ist falsch, sondern wir haben von jedem etwas gelernt. Congratulations, Elif and Silma. And thank you for this presentation, which is somehow really opening up everything. I mean, at least a peek into some of your explorations. I think it's interesting how you presented it, because you were speaking so much about these transparencies, which is like a property of a material. And I think it's really important that to somehow acknowledge through your project that architecture is primarily a material practice, where the properties of each material which we decide to use for the project is actually defining the project in their own regards, no? And often in this kind of early semesters of your studios or Entwerfen, the students are not so driven into the reality of the material, either being the constructive or in your case, this kind of, you know, in between. So that I think it's really important to highlight also for the other students, because you could not do that, the same effects or atmospheres you could not create with something else. And I think it's important that you first select the material that allows you for this, that you are interested, and then you try to push it forward and see what happens if you multiply it and kind of use it in a different way. What I also think it was quite specific in your case is that you were working on the flow of the river as somehow an underlying, let's say, the direction of these elements. And of course, you were very smartly and systematically kind of allowing this kind of curvilinear geometry to somehow guide all of your elements. And you started well also with your presentation of the core issues of what you were interested, either from Stan Allen or to Richard Serra and the starting points. So I think it's great to see after half a year, you know, you speaking about your, let's say, loose references, instances that you wanted to achieve something and how you appropriated that on site, of course, with the guidance of Thomas, who was, of course, extremely supportive. So thank you for a great project, and let's discuss this further. Thanks. Bye. Ja, ich kann auch nur noch mal sagen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, mit euch zu arbeiten, vor allen Dingen, weil es ein Projekt war, das, ich würde nicht sagen Irrweg, aber sehr, sehr viele Wege gegangen ist, wie ihr eh gesagt habt. Es hat jetzt in der Präsentation mehr nach sozusagen einem Guss ausgeschaut, aber wenn wir uns zurückerinnern. Ja. Das erste Stück, das wir wussten in Wahrheit, glaube ich, alle zusammen nicht, bis eine Woche vor Schluss, was es eigentlich genau ist. Und das war tatsächlich auch für mich eben sehr interessant, mit euch quasi an diesen Fragen eigentlich zu arbeiten und auf dieser Suche, manche Wege zu gehen, wo einem nicht klar ist, wo sie hinführen. Aber ich finde, das, was euch ausgezeichnet hat, war eben diese Ambition, den Dingen nachzugehen und noch nicht genau zu wissen, wo das Ziel ist. Und das... ja, hat sehr viel Spaß. Genau das. Danke vielmals. Danke. Das nächste Projekt nennt sich Ensemble und ist von Daniela Eichner und Julia Thaler bearbeitet worden. Wieder eine ganz andere Aussage oder Antwort auf die Fragen. Ja. Wir stellen heute das Projekt Ensemble vor, Zusammenspiel zwischen Bauwerk und Bühne. Zuerst werde ich eigentlich über den Kontext und dann über das Konzept sprechen und die Daniela dann anschließend über unseren Entwurf. Links an den Rechensee mit der Kirche, die im See versinkt. In der Mitte die inszenierte Wegeführung des Shakespeare Theater und ganz rechts das Spiel mit den Transparenzstufen. Das waren drei wichtige Säulen für unsere Kontextrecherche. Jetzt zum urbanen Kontext. Der Bauplatz befindet sich ja in dieser Schneise zwischen linker und rechter Windzeile
Und unser Ziel war es eigentlich, diese so weit wie möglich zu beibehalten und ein Gebäude zu planen, das diesen Weitblick und diese Vedute eigentlich nicht versperren wird. Und das haben wir dann einfach so gelöst, dass wir durch die Situationsanalyse vom Naschmarkt die Gebäude nach unten versetzt haben und die maximale Höhe von den Naschmarktständen beibehalten haben. Die Baukörper weisen drei Materialitätsstufen auf: transparent, transluzent und undurchlässig. Aber nicht nur eigentlich die Materialität spielt mit der Transparenz, sondern auch der Grundriss, weil wie man sieht, die Gebäudevolumina gehen in den Untergrund weiter und sind daher eigentlich in dieser Art transparent. Das sieht man auch am Modellfoto. Zum Konzept. Das Konzept hat sich eigentlich aus dem Impro-Theater abgeleitet und dieses basiert auf drei Grundprinzipien: die Neuinterpretation von alltäglichen Gegenständen, spontanen Szenen oder unerwarteten Handlungen und der aktiven Rolle des Besuchers. Zum ganz Linken: wir haben versucht, das Dach eigentlich neu zu interpretieren, weil es ja sonst eigentlich immer etwas Unzugängliches und fast Gefährliches ist, das man nicht betreten kann. Und in unserem Projekt lädt es eigentlich zum Verweilen und Aufhalten ein. Zum mittigen Punkt: durch das Fehlen eines Drehbuches ist der Ausgang im Impro-Theater eigentlich nicht absehbar und man weiß nicht, was einen erwartet. Und das wollten wir durch die Blickbeziehungen auch in unserem Theater schaffen. Der ganz rechte Punkt beschäftigt sich mit den Akteuren. Durch den, dass die Besucher im Impro-Theater immer eine aktive Rolle zugewiesen wird, werden sie auch bei uns Teil des Theaters. Das programmatische und performative Konzept teilt sich in zwei horizontale Ebenen, das Improvisationstheater oben und das klassische Theater eigentlich unten. Und durch die Bespielung auf zwei Ebenen wird das versucht zu unterstreichen. Wie man im rechten Bild erkennt, gibt es eigentlich zwei Arten von Inszenierung der performativen Fläche. Oben ist eigentlich jeder ein Akteur, durch den, dass man sich anschaut und durch die Blickbeziehungen und die Einblicke in Räume, die eigentlich den Besuchern nicht gezeigt werden. Das räumliche Konzept: links sieht man, wie die Administration, die Performance und die Gastronomie als Baukörper ineinander übergehen. In der Mitte erkennt man die Lichthöfe, die wir so platziert haben, dass ein natürliches Licht in alle Räume fließt. Und da auf dem rechten Bild, da sieht man die Erschließungskerne für die verschiedenen Bereiche. Diese Aktionalität zeigt eigentlich, wie klein und wie minimal invasiv eigentlich unser Eingriff ist. Und man erkennt eigentlich, wie gut die Schneisenwirkung danach noch sichtbar ist. Dann kommen wir jetzt zum Entwurf. Das sieht man am Lageplan, sieht man nochmal, wie die Julia bereits erwähnt hat, dass unser Entwurf doch sehr kleinteilig aufgebaut ist und auch durch die geringen Schatten, die geworfen werden, sieht man, dass die Gebäude, die wirklich über der Erde heroben sind, eine sehr geringe Höhe haben. Dann im Grundriss, da war es uns sehr wichtig, dass man aus dem Grundriss die verschiedenen Stufen der Transparenz herauslesen kann. Also dass man wirklich, wenn man sich den Grundriss anschaut, sieht, dass nicht alle Räume aus dem gleichen Material gebaut sind. Was uns auch sehr wichtig war, dass man es am Grundriss gut erkennt, das ist die inszenierte Wegeführung und die Platzsituationen, die sich dadurch immer wieder ergeben. Dann kommen wir zu den Schnitten. Bei unserem Projekt war es grundsätzlich sehr wichtig, dass wir sehr viel mit Schnitte arbeiten, um das Projekt verständlich präsentieren zu können. Deswegen gibt es da auch einige davon. Am ersten Schnitt sieht man sehr gut die Niveauunterschiede, mit denen wir auch unterirdisch noch gespielt haben. Das war zum einen, um zum Beispiel in den Theatersälen eine größere Raumhöhe zu gewinnen,
Und auch im rechtlichen Theater war es uns wichtig, die eben angesprochenen Platzsituationen zu schaffen, wo wir auch eben mit den Niveaus gespielt haben, um das Ganze zu verstärken. Dann im nächsten Schnitt sieht man die Situation des Foyers und nochmal die Bühne. Und wie bereits beim Grundriss war es uns auch bei den Schnitten sehr wichtig, dass man die verschiedenen Transparenten, die verschiedenen Materialitäten herauslesen kann. Im nächsten Schnitt sieht man nochmal die Hauptbühne. Und dann kommen wir zu den Querschnitten. Da sieht man eben einmal den Schnitt durchs Café. Im nächsten Schnitt sieht man den Personaleingang und die Situation, wie sie eben bei der Umkleide und bei dem Lagerräumen war. Es ist in unserem Entwurf auch der einzige Raum, der sich auf zwei Geschosse erstreckt. Also eben das Requisitenlager und der Backstage-Bereich, da das eigentlich die einzigen Räume waren, wo man wirklich von oben nicht hineinsehen kann, die wirklich total privat sind und wo deshalb auch die Raumhöhen für uns nicht so wichtig waren, dass sie wirklich dementsprechend hoch sind. Dann im letzten Schnitt sieht man dann nochmal einen Lichthof. Der wurde von uns eben auch belebt. Also uns war es wichtig, dass der Lichthof nicht nur dazu da ist, das Licht in das Gebäude reinzubringen, sondern dass das auch ein bisschen vielleicht eine Wirkung wie ein Innenraum hat, wo die Leute auch rausgehen können und auch sitzen können und sich aufhalten können. Dann immer wieder reden wir eigentlich von den Blickbeziehungen. Also das war uns eigentlich von Anfang an sehr wichtig. Und da haben wir die drei hauptsächlichen Blickbeziehungen, mit denen wir gearbeitet haben, aufgelistet. Das ist einmal die ganz klassische Blickbeziehung, wo eben wirklich die Situation von der Bühne und den Zuschauern ist. Dann die zweite Situation ist eigentlich eine eher private Situation, wo wirklich nur die Leute von der Oberfläche durch Fensteröffnungen in private Räume im Untergrund einen Einblick erhalten. Der Einblick ist zum Beispiel den Zuschauern, also den Leuten, die sich wirklich im Untergrund im Theater befinden, die sehen den Einblick gar nicht. Und die dritte Situation ist die Situation des Lichthofs. Die Situation ist sehr offen, also da können die Leute von oben hinunterschauen, aber auch die Leute von unten nach oben. Dann kommen wir zur Schnittperspektive. Da kann man vielleicht ganz gut nochmal sehen, den Kontrast von den Fassaden im Hintergrund zu unseren Gebäuden oder zu dem Teil von unserem Gebäude, das man wirklich sieht. Das ist doch sehr nieder im Vergleich zu den Fassaden. Und dann kommen wir zu den visuellen Sachen. Da haben wir als erstes mal die Konzeptcollage. Die ist ziemlich am Anfang mal entstanden. Also da ist es eigentlich schon drum gegangen, ein bisschen so um das Eisbergprinzip. Also dass man vielleicht nicht alles, was tatsächlich vorhanden ist, auch gleich sehen muss. Und die Gipfel der Berge sollen vielleicht ein bisschen darauf hinweisen, auf die Dächer, die dann später zum Verweilen einladen. Das ist eigentlich die Grundidee dahinter. Dann in der Außenraumcollage sieht man nochmal sehr gut die drei verschiedenen Materialien und die drei verschiedenen Stufen der Transparenz und eben auch die Einblicke, die dadurch gewährt werden. Dann haben wir hier, das sind eigentlich Fotos von unserem Schnittmodell, die wir nachbearbeitet haben. Und die sollen auch nochmal die Belebung der Oberfläche zeigen. Das Ganze gibt es auch vom Theater unten, wo man vielleicht nochmal ganz gut die inszenierte Wegeführung sehen kann und auch die Platzsituationen, die sich dadurch ergeben. Dann kommen wir noch zu den Modellen. Das ist das Umgebungsmodell. Da war es uns eigentlich besonders wichtig, dass wir auch in Modellen die verschiedenen Stufen der Transparenz darstellen können. So haben wir zum Beispiel mit Gips gearbeitet, um die wirklich festen Baukörper zu symbolisieren. Dann haben wir Seife verwendet und die mit Pigmenten zusammengemischt, um die Transluzenz zu erzeugen. Und dann wirklich für die Lichthöfe, für die ganz transparenten Baukörper, haben wir reine Seife verwendet. Wir haben auch versucht, eine gewisse Wechselwirkung zwischen Tag und Nacht aufzustellen, wo eben die Lichthöfe untertags das Licht in das Theater bringen und bei Nacht sollen die Lichthöfe eigentlich den Außenraum beleuchten, um die Oberfläche auch bei Nacht
attraktiv und belebbar zu machen. Dann sieht man hier nochmal das Schnittmodell. Ja, also da war es eigentlich so, dass die Schnitte bei uns eigentlich immer schon eine sehr große Rolle gespielt haben, um wirklich das Theater als Ganze zu verstehen. Dadurch haben wir uns auch beim Schnittmodell nicht nur auf einen Schnitt des Theatersaals begrenzt, sondern wir haben wirklich eigentlich fast das ganze Theater, fast das ganze Gebäude gebaut, einfach weil durch das Ganze mit dem Improvisationstheater ist nicht nur der Theatersaal ein performativer Raum, sondern es war die Oberfläche ein performativer Raum, es war aber auch jeder Raum, wo man von oben einen Einblick gewährt. So ist eigentlich das ganze Gebäude, die ganze Oberfläche auch zu einer performativen Fläche geworden, woraufhin wir uns dann entschieden haben, mehr oder weniger das Ganze zu bauen. Und dann sind das sind noch drei Modelle, die sind so im Laufe des Prozesses entstanden. Also die zeigen einmal die möglichen Platzsituationen, die sich an der Oberfläche, aber eben auch an der, also im Untergrund ergeben können. Dann die Bewegungsräume der Besucher und der Bewegungsablauf an der Oberfläche eben von den Radfahrern. Das war mehr für uns eine Analyse, die wir angestellt haben. Und diese Modelle sind eigentlich die ersten Modelle, die wir in diesem Studio gebaut haben. Jetzt im Nachhinein ist es eigentlich ganz lustig zu betrachten, da eigentlich die ersten Modelle schon darauf hingewiesen haben, dass wir mit kleinteiligen Baukörpern arbeiten, die wir verbinden wollten. Es war auch immer schon die Rede, dass das im Untergrund weitergehen soll. Und wir sind zwar zwischendurch, war eigentlich der Entwurf mal ganz ein anderer. Und jetzt am Schluss ist eigentlich recht interessant zu sehen, dass man wahrscheinlich sogar ungewollt doch wieder ein bisschen zurückgekommen ist auf die Anfangsideen und auf das Anfangskonzept. Vielen Dank. Thank you, Daniela. Thank you, Julia, for presenting the project. I think it was, another type of presentation, which I truly appreciated. You were very consistent in trying to understand several levels of your project, of each stage of your project, and therefore you somehow presented many issues on this kind of triple matrix, no? Either with the last one, with this kind of triptychs, you know, of the performances, or with the relationship between day and night, or this kind of three types of elements. And of course you had the first triptych that I was in kind of, it was paying a lot of attention, was organization, light elements, and then Schließung. So basically the issues that we tried to discuss through the series of lectures, and also the issues that we asked you to develop, it was extremely clearly presented. Of course, I remember your project vividly because it was one of those projects that it's again completely dispersing the idea of a big, you know, box as a theater. And of course, works with what you mentioned, Daniela, very profoundly, the potential of the theater to go beyond being a hidden, let's say hidden culture, but of course operating on several levels, also physically in your case, but also allowing for outdoor public space to occur among the fragments of your designed theater. I think it was very important, the first diagram you showed how you understood the concept, the context, and how you appropriated this kind of elements in another scale. But then of course we've seen many projects which they go underground, but then of course once you go underground it's extremely crucial to understand if you are able to really show that going underground has the purpose and has the meaning, because we all know this is extremely expensive and an extremely complicated way to basically propose a project that goes underground. And of course, also let's say from utopian to reality, I think we have to always think about what are the potentials. So in your case, I think also this early decision that you wanted to work with these three types of elements who allow different relationship for someone who is not particularly interested in that institution to somehow be part of that. I think that was also
one of the more effective and the clear roles. I also appreciate your very careful photographing of your initial models that you concluded with, and your thoughts of how you now see how your early prototypes somehow developed or basically came back into your project. I think that was really revealing also probably for the students of this year. So congratulations, Daniela. Congratulations, Julia. I think you've been a good team because the consistency of your project have been proven on all levels. And it's really interesting to see the project that it's radical on the urban agenda, but also this kind of micro ergonomic performative relationship of a person and the material. So thank you so much. Thank you. Ich finde, das ist eins der sehr schönen Beispiele ist, wo man sieht, dass ein sehr starkes, klares, organisatorisches Konzept eigentlich sehr viele Freiheitsgrade auch schafft für eine vertiefte Beschäftigung. Also gerade diese Idee, was für räumliche Situationen in diesen einzelnen Bereichen auftreten können, liegt wahrscheinlich daran, dass das Ganze trotzdem sehr stark zusammengehalten wird von eurer Kernidee und dass das eben deshalb sozusagen immer noch als Ganzes auch funktioniert, aber eben in der Tiefe auch in Teilbereichen sehr individuelle Aspekte anspricht und Komplexität auch herstellen kann. Das nächste Projekt, wenn man jetzt eins unterirdisch gesehen, auch das nächste Projekt thematisiert, ein Theater der Ebenen in dem Fall. Da gab es viele Projekte, die den Wienfluss auch zum Thema gemacht haben, also eine ganz besondere räumliche Situation des Kontexts. In dem Fall von Sophie Wildreuder und Kim Gubini. Okay. Hallo. Moment. So. Okay. Also, ja, das Theater der Ebenen. Wir wollten auch mal anfangen, kurz zum Bauplatz was besprechen. Nur die wichtigsten Dinge, also als wir dort waren, haben wir als erstes mal wirklich den Bezug nach unten eigentlich bemerkt, weil was vorher schon erklärt worden ist, also es ist ja Ende des Naschmarkts, beziehungsweise Anfang des Naschmarkts, je nachdem wie man es sieht. Man ist dort auf dieser Kuppe vom Parkplatz und hat wirklich diesen krassen Eindruck von der U-Bahn, die eigentlich dann direkt darunter ist. Und wir haben dann quasi diesen Ort einfach versucht zu verstehen. Wir haben auch das Wasser angeschaut, was unten ist. Und irgendwie war für uns direkt klar, dass man an diesem Ort gern irgendwie nach unten gehen soll oder irgendwie dieser Bezug nach unten gehen soll. Und eben, dass wir mit diesen Ebenen, die am Bauplatz sind, irgendwie spielen. Genau, also dass so quasi der Bezug nach unten einfach hergestellt werden kann. Also das ist jetzt nochmal die Analyse, da sieht man, was für uns halt auch ziemlich präsent war, wie krass der Unterschied ist von dieser quasi Schlucht, also was man hier beim linken Bild sieht, dass der Naschmarkt einfach diese Schlucht zwischen den beiden Häuserfronten bedeutet. Die aber relativ breit ist und es ist eigentlich, weil man in Wien viel so diese ganz engen Straßen hat, wo man halt wenig Himmel sieht und das ist ein Ort, der relativ breit ist, wo man viel Himmel sieht und das wollten wir auf jeden Fall erhalten, also nicht in die Höhe bauen, sondern eben wie, ein bisschen wie genau das Projekt vorher, dass man den Bezug nach unten schafft und diese Breite erhält und dann auch eben den, wie links gezeigt ist, den Sonneneinfall behält. Und auch die Krümmung von, also die vom Naschmarkt einfach auch von dem Parkplatz ausgeht, die wir auch einfach sehr als raumprägend empfunden haben. Genau, und dann da nochmal so die drei Hauptebenen, die wir uns halt quasi da verbildlicht haben, die man dann dort präsent. Die oberste ist halt die Parkplatzebene, dann unten sieht man den Wienfluss und in der Mitte diese Fußgängerplatte, wo die U-Bahn fährt. Genau, und halt in der Mitte dieser große Freiraum und die hohen Häuserfronten rundherum. Ich glaube, als nächstes zeigen wir jetzt mal die Workshop-Modelle. Also wir haben in dem Workshop wirklich sehr, sehr, sehr viel herumprobiert, aber am Anfang waren wir auch gar nicht
so, wir wussten nicht, wir wollten den Bezug nach unten, aber wir wussten nicht, wie wir es machen sollen. Und wir wussten nicht, wie wir mit den vorhandenen Aspekten von dem Raum umgehen sollen, wie man sieht. Und dann an irgendeinem Punkt haben wir, glaube ich, zwar, ich glaube auch Zufall, aber wir haben dann einfach so begonnen, Platten aufeinander zu stecken und halt so die Verbindung quasi nach unten zu schaffen. Also, dass wir einfach quasi den, diese flache Ebene einfach stapeln und nach unten ziehen zum Wienfluss, der für uns ein Ort war, der halt zwischen diesen, also in der Schlucht da drin ist und einfach auch ein bisschen abgegrenzt ist von den Autos links und rechts, von dem quasi wenig begrünten Parkplatz, der dann halt für uns quasi mit so einer Wohlfühlebene. Ja, wir haben uns sehr viel auf den öffentlichen Raum konzentriert. Also für uns war irgendwie so dieses, der Innenraum war wirklich eigentlich nebensächlich. Also wir haben auch im Workshop diese Platten waren für uns einfach ein, wirklich auch dann das Theater der Ebenen, also wo sich dann das Theater abspielt. Aber ein Innenraum war für uns irgendwie nie so präsent. Und erst irgendwie im Workshop war dann auch, also wir hatten auch Hannah Moos, war auch mit Hilfe von Hannah und genau, der Kritik irgendwie erst die Idee, dass man wirklich dann auch dieses Gebäude runterzieht und wirklich auch unterirdisch baut, weil für uns war es wirklich am Anfang eher, dass man diesen öffentlichen Raum runterzieht. Ja, und vor allem auch, dass man das, weil wir sehr konzeptuell waren mit diesen Platten, die halt eigentlich jetzt, ja, also nicht Raum repräsentiert haben, sondern nur Flächen, dass wir auch ermutigt wurden, dass wir das dann auch wirklich durchziehen. Genau. Und dann, ja, und der Rest war eigentlich auch ein bisschen zur Organisation. Also wir haben irgendwie schon, die Raumorganisation hat sich auf jeden Fall schon natürlich ergeben, aber es war auch sehr viel Herumgespiele und wie wir das dann quasi, die Details waren jeweils immer, glaube ich, schon sehr genau anzuschauen und schon viel drüber nachgedacht. Und oft war es auch einfach, dass wir irgendwas ausprobiert haben, ohne dass wir 100% dahinter standen. Und das ist halt dann einfach quasi go with it. Und dann ist doch, hat es sich irgendwie eingebaut einfach. Und dann wurde es okay. Was auch war, wir haben halt diese Ebenen viel gesehen als der performative Raum und wollten diese vierte Wand ein bisschen aufbrechen. Und dann mit der Hilfe, dass wir unterirdisch gehen, war es doch möglich, einen sehr traditionellen Saal mit Bühnenturm einzubringen, was wir dann sehr schön fanden, dass man irgendwie in diesem Gebäude eine sehr klassische Präsentation vorführen kann und aber gleichzeitig öffentlichen Raum bietet für halt andere Formen von Theater. Genau, und ich glaube, jetzt am besten, also wir haben dann relativ früh eben diese Idee von diesen Platten gehabt und wollten dann diesen Plattenraum definitiv auch als öffentlichen nutzbaren Raum, auch wenn da jetzt keine Aufführung ist, einfach das ist ein sehr belebter, bekannter Ort, der genutzt werden kann, der von sowohl Theaterbesuchern genutzt werden kann, als auch Passanten, die da teilweise, also wir haben das dann so ausgeführt, erstens mal haben wir uns ein Konzept überlegt von, wie diese Treppen dann einzeln quasi erschlossen werden können. Da haben wir auch uns inspiriert mit Pinterest und Carlos Scarpa oder was auch immer. Also es war immer ein Herumsuchen und viel mit Referenzen gearbeitet. Und dann haben wir Konzept, ja. Ja, geschaut, was können diese Treppen eigentlich und was können wir für uns nutzen. Und eben, was wirklich schnell auch ein Ding war, ist, dass wir wollten, dass irgendwie Performer und Zuschauer irgendwie vermischt wird, also dass dieser Raum öffentlich genutzt werden kann. Und wenn man diese Treppen hoch oder runter geht, dann ist es schon eine Performance an sich. Und dass man da wirklich nicht so genau also unterscheiden kann, wo ist der Performer und wo ist der Zuschauer. Genau, und das sieht man da zum Beispiel auch echt gut. Da haben wir in dieser Ausformulierung von den Platten und zwischen den Platten die Erschließung, die man da auch erkennen kann, wie sich da Szenarios abspielen könnten. Also, dass da Leute einfach sitzen können, die mittags,
Jause essen oder dass sie ein Theaterstück anschauen oder dass sie... Oder dass da irgendwer skatet und es schauen Leute zu und so, dass es wirklich so sich ein bisschen öffnet und nicht so diese Trennung gibt. Und dass trotzdem auch die Inszenierung von dem Alltäglichen dann irgendwo stattfinden kann. Weil jeder kann quasi auch so untereinander sich beobachten und es ist frei und doch irgendwie eine Bühne auch wieder. Genau. Und dann haben wir auch, was halt sehr ortgebunden war, ist, dass unten, also man sieht es in dem Lageplan, dass dieser Radweg halt im Wienfluss quasi verläuft und dass wir das dann angebunden haben an... Weil wir haben halt diese, dadurch, dass wir runtergehen, haben wir so zwei Ebenen, die wir aufnehmen. Wir nehmen erstmal die Ebene vom Naschmarkt auf, wo es irgendwie klar ist, wie man das, man sieht, da ist ein Gebäude und man geht halt runter, aber... Auf der anderen Seite gibt es halt diese Vorderansicht von dem unteren Teil vom Wienfluss. Und das wollten wir eigentlich auch zu einer Anlaufstelle machen. Und um das zu realisieren, muss man halt irgendwie schauen, dass man da auch einen Fußgänger oder halt eben einen Radweg macht. Also eine Anbindung, die von der Richtung kommt. Und weil es schon den Fahrradweg eben gibt im Wienfluss, haben wir uns gedacht, wir könnten den eigentlich weiterführen und dann so unser Gebäude von unten auch anschließen. Ja, und auch weil es halt für uns maßgeblich war, dass dieser Bezug nach unten wirklich ausformuliert wird, dass man von dem Theater auch ganz unten quasi einfach aussteigen kann und dann... Und dass man nicht runter, also dass es nicht eine Sackgasse ist, sondern dass es wirklich auch ein Durchgangsort ist. Ich glaube, es war uns auch wichtig, dass viele Passanten dort sind, die... unbedingt bewusst das Theater betreten, sondern einfach das Theater nutzen als auch öffentlicher Raum. Und für uns war halt auch diese Wienflussebene war auch diese Oase, wo man dann quasi runtergeht und man ist von der Stadt ein bisschen abgetaucht. Ja. Genau, und das wäre dann eben diese Ansicht von unten, die man dann sehen würde, wenn man von diesem Fahrradweg ankommt. Genau, das ist einfach noch eine Perspektive und die Ausformulierung von was wir dann auch in der Schluss, also in unserem Booklet hatten, wo man einfach quasi das erkennen kann und einen Schnitt. Genau, also wir haben sehr viel im Schnitt gearbeitet von Anfang an, weil es sich einfach anbietet, weil wir eben diesen Bezug nach unten hatten und man eigentlich im obersten Geschoss irgendwie reinkommt und auch im Gebäude nach unten geht, um in den Saal zu gelangen. Ja. Und dann haben wir eben auch, relativ spät angefangen, mit dem Bühnenturm zu arbeiten. Am Anfang haben wir versucht, den ein bisschen zu verstecken. Wir haben, glaube ich, 2 Tage vor der Endpräsentation noch den Bühnenturm. Wir hatten ihn gerückt. Und dann hatten wir ihn Ecken. Ja. Und dann, es war auf jeden Fall ein Struggle. Und dann eben halt vor der Zwischenpräsentation haben wir noch versucht, den zu verstecken. Mhm. Und dann... kam, also auch durch die Kritik ist uns irgendwie klar geworden, dass der auch irgendwie als Punkt wirken kann, dass man das Gebäude als ein Gebäude wahrnimmt und wirklich so eine Anlaufstelle wird und markiert, dass dort ein Theater ist, wenn man halt von der Naschmarktebene kommt. Und ich glaube, das war dann irgendwie so ein Durchbruch, dass man den dann nochmal highlightet. Man sieht da auch ein bisschen die Gebäudeorganisation, aber wir wollen jetzt, glaube ich, gar nicht viel mehr drauf eingehen. Genau, und dann noch das Modell. Also das war ja die nächste Katastrophe, weil das ist uns, also bei der Endpräsentation hatten wir ein Schnittmodell, das von dem großen Bühnenturm war. Also quasi von dem Hauptsaal. Vom Hauptsaal, Und das ist uns dann auf dem Weg zur Endpräsentation kaputt gegangen. Weil es aber auch schwierig ist, Gips und Holz aneinander zu kleben. Weil wir sehr unerfahrene Gießer waren und unbedingt trotzdem gießen wollten. Ja, und dann haben wir, das war bei der Endpräsentation war es kaputt und dann haben wir es für die Ausstellung nochmal neu gebaut, wo man auch sieht, dass es auch nochmal kaputt gegangen ist. Aber wir wollten halt dieses Ruffle darstellen von dieser... diesen zwei Wänden. Genau, das ist auch noch ein Detail, was wir jetzt irgendwie vergessen haben bei der Präsentation. Das Ganze statisch hängt halt zwischen diesen Wänden, die es schon gibt vom Wienfluss. Und da ist auch wieder dieser Bezug zum Bauplatz eigentlich... hat man das am ersten Foto gesehen, aber da gibt es so von Otto Wagner so Träger. Diese Balken, diese sehr, also monolithisch, aber trotzdem halt
die haben uns halt inspiriert, dass man, dass wir auch so Balken da reinhängen und das Ganze irgendwie so schwebend haben. Und dann gibt es eben links und rechts davon eine Fuge, die halt Licht hinunterbringt. Weil wenn man sich die Schnittperspektive anschaut, gibt es halt da ganz viele Räume auch für die Darsteller, die irgendwie unterirdisch sind. Die bekommen aber dann alle seitlich Licht durch diese Fuge eben. Genau. Genau, und da sieht man, dass es ein bisschen kaputt ist. Und das ist unser Umgebungsmodell. Das war das, ja, das 200er Modell. Ja, das war auch eine Reise. Uns ist der Beton ausgegangen und deswegen haben wir dann wie hieß es? Leichtbeton. Das mit Styropor, falls das irgendjemand. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr nervend, zerreißend. Es war cool. Und ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, wir wollen uns auch nochmal bei Hannah bedanken. Ja. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Semester und wir haben viel gelernt und es war auch sehr persönlich, der Bezug mit Hannah. Und also auch schon von der Art, wie man arbeitet, zu lernen, das war wirklich lehrreich. Und ihre Herangehensweise war voll schön, weil es ja eben sehr persönlich war und die Kritik sehr ehrlich und hilfreich. Und es war wirklich ein super Semester. Thank you so much. Thank you, both of you, for this presentation. You were extremely honest discussing your problems or potentials with the model making, let's say, agenda. It always reminds me of the discussion that we have inside of the Baudelaire team. Either we should prescribe the types of the models, the material for the models that you're working with, or we let you experiment, and then of course we sometimes end up with glorious models and sometimes with the enormous set of difficulties. So I think this discussion will continue, obviously, because I think certain courses in the TU curriculum are very precise on the set of materials. And of course, for a lot of tasks in design, either research or proposals, it's crucial that you're able to compare things and you don't deal with the problematics of the material itself. But of course, if you are dealing also with a project that it's actually challenging the topography, the context in a deeper level, then of course, sometimes it's interesting to see how you struggle with that. And of course, it's good that already in the second year, you do these tests. And of course you have, it's the whole model workshop at the school, currently not available, but otherwise mostly available, with an enormous amount of people who are willing to help you. And I think model making is so important, although if you do make mistakes, that I would encourage you to test different things further. Thank you for a very specific presentation of a project and somehow the development of this project, which is very clear in terms of what was your overall agenda, which was again somehow going beyond the building in itself. But if you can go maybe on your section, just a couple of slides backwards. It's still one of the rare projects where you actually allow this kind of very classical form of a theater to happen within your completely non-classical understanding and the development of a project which somehow really works with the section, with the river, with this context. And I think on that behalf, because a lot of the projects that somehow became dispersed, somehow tried to occupy the larger territory, they also abandoned this kind of, very specific demand if you want to somehow allow the classical theater to perform. And in your case, you were able to actually integrate that. And that's why I think your concept becomes much, much, much more, much stronger. In general, I think it's important to accentuate that whenever you have this kind of radical agendas, and also with a set of drawings, it is important to somehow incorporate also, and also when you are building the models, also your structural knowledge that you have acquired so far. Of course, it will grow up in the next semesters. But yeah, you proved that you can actually deal with quite complex organizational, but also contextual
issues and resolve them coherently throughout. So congratulations to this very sectional project and to very sincere presentation, which we all have. It will allow the students to somehow understand the importance of this exchange with the teachers, the importance of failure and again the tests, and somehow this willingness and motivation to somehow reach a novel but also high level design at the end. Thank you so much. Thank you. Ja, danke auch von mir für die Präsentation. Ich finde, was sehr erstaunlich war, das ja so schön auch zu sehen, wie ihr nach einem Jahr mehr oder weniger noch immer so involviert in ein Projekt seid und also als ob die Schlusspräsentation vorgestern stattgefunden hätte, ihr noch so in diesem Projekt seid und wahrscheinlich jederzeit auch noch weiterarbeiten hätte können oder als ob es morgen hätte auch weitergehen können, sozusagen. Sehr, sehr schön, das zu sehen auch. Das nächste Projekt nennt sich Readymade von Sarah Mieslik und Alexander Fischer. Ist wahrscheinlich eins oder wahrscheinlich das Projekt, das uns am meisten auch in Frage gestellt hat, die Aufgabenstellung, angefangen vom Text, der, wie ich mich dunkel erinnern kann, sozusagen minutiös auch gehackt wurde und gewisse kritische Elemente schon in der Aufgabenstellung gesucht worden sind und dass sich auch sozusagen über das ganze Projekt hingezogen hat, eben neue Fragen auch zum Thema zu stellen, die wir vielleicht, die uns noch gar nicht bewusst waren. Ja. Bitteschön. Ja. Alex, du bist noch gemutet. Okay. Ja, erstmal wollen wir uns auch, also erstmal bedanken, dass wir auch präsentieren dürfen, weil es für uns war es auch ein bisschen überraschend. Ja, bei uns ist als Endergebnis, ich gebe meinen Bildschirm frei. Für uns war wichtiger eigentlich als das Endergebnis, was bei uns ein Buch war, war für uns wichtiger der ganze Prozess eigentlich und auch die Auseinandersetzung mit der Thematik, wie man schon ein bisschen rausgehört hat. Und dabei ist bei uns eben eigentlich eine theoretische Arbeit mehr entstanden als jetzt wirklich ein konkretes Gebäude. Und wir wollen euch gerne einen Einblick in dieses Buch geben ein bisschen. Deshalb haben wir auch nicht wirklich die Präsi aufgearbeitet, sondern die Buchseiten so belassen, um da auch wirklich einen Einblick geben zu können, was entstanden ist. Und damit fängt Alex jetzt eigentlich an. Manchmal ist das Theater zu schön, um wahr zu sein. Verschwimmt die Grenze, werden unsere Erwartungen an das echte Leben zu hoch. Manchmal ist das Theater unvorstellbar grausam. Verschwimmen die Grenzen, laufen wir in Gefahr, blind für unsere eigenen Abgründe zu werden. Manchmal versucht das Theater nur zu zeigen, was auch echt ist oder echt sein könnte. Doch das Leben hat kein Buch, niemand weiß, was passieren wird. Es ist leichter, das Theater zu lieben, als das echte Leben. Es ist eine Sache, ein Stück auf der Bühne oder einen Film im Kino zu sehen, ein Ort nur genau dazu bestimmt. Es ist eine andere Sache, einen Film in unserem Wohnzimmer, auf dem Fernseher, im Schlafzimmer, im Bett, auf dem Laptop zu sehen. Woher sollen wir wissen, wann wir aufhören sollen, mitzufühlen? Jede Emotion, nach der wir uns sehen, können wir ohne Hindernis einschalten, jederzeit. Fast jeder Gedanke lässt sich abstellen, verdrängen. Es ist leicht, Dinge zu erwarten, die nur im Film passieren können, wenn der Film gerade noch real genug ist, um doch irgendwie möglich zu sein. Doch wir wissen auch, dass Filme nur Filme sind. Die Charaktere erfunden, geschrieben, um uns zu bieten, was echte Menschen nicht immer zu bieten haben. Doch gerade fehlbar genug, um glaubwürdig zu bleiben. Wir wissen es dennoch, es ist nur ein Film. Doch was passiert, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, was gestellt und was wahr ist? Wir lassen uns leicht ablenken, blenden und täuschen. Realismus und Naturalismus des Theaters spiegeln sich heute in allen Medien. Täglich sehen wir echte Geschichten von realen Personen. Immer wieder kommen wir zurück zum wahren Leben, als Schauspiel, als Kunstwerk. Aber wirklich echt ist nur das echte Leben. Und genau da, wo verzerrte und retuschierte Wahrheiten als echt verkauft werden, laufen wir Gefahr, die Realität zu verlieren. Andauernd sind wir mit sozialen Medien konfrontiert.
immer seltener mit wahren sozialen Kontakt. Andauernd sind wir stille Beobachter im Leben anderer. Aber immer seltener sehen wir klar, was tatsächlich vor unseren Augen geschieht. Performative Räume. Damit sollten wir uns auseinandersetzen. Performative Räume gestalten. Doch wir haben uns auch eigentlich dazu viele Fragen gestellt. Wenn ein performativer Raum, ein Theater dazu da ist, um vor dem Alltag zu flüchten, aber der Alltag eigentlich nicht mehr viel Realität enthält, wie sieht dann ein Theater aus, das dazu einen Ausgleich blickt? Oder zum Beispiel haben wir uns gefragt, wer bestimmt überhaupt, welche Handlung als Performance gilt? Nur Sprache, Musik oder Tanz? Oder welche Handlung ist nicht genug, um Performance zu sein? Gehen, essen, schlafen, lachen. Damit sind wir eigentlich dann zu dem Schluss gekommen, also unser Projekt heißt Readymade. Der Name ist inspiriert aus der Kunst. Ein Readymade ist dort ein Gegenstand des alltäglichen Lebens, der zum Kunstwerk ernannt wird. Und somit haben wir beschlossen, die alltägliche Handlung zur Performance zu ernennen. Das haben wir natürlich nicht von Anfang an gewusst. Das ging aus von der Analyse vom Bauplatz über den ganzen Weg des Studios, der natürlich auch nicht ganz linear war. Ausgehend vom Bauplatz, da ist uns aufgefallen, das ist einfach ein Ort, an dem keiner lange bleibt. Alles ist immer in Bewegung, es ist dort hektisch, es gibt immer was zu sehen und es ist ständig was da, was passiert. Dazu ist uns auch aufgefallen, dass der Bauplatz ein Ort ist, der eine Bühne ist. Er ist stark geprägt von verschiedensten Blickbeziehungen und von überall kann man immer was sehen, wo was passiert. Zu diesem Bauplatz sollten wir dann ein Statement entwickeln. Im Statement haben wir diese Gedanken eigentlich so verarbeitet, dass wir einfach eine Wand aufgestellt haben, die diese ganze Bewegung blockiert und uns gefragt haben, was passiert, wenn man diesen Fluss unterbricht. Und aus diesen entstandenen Fragen haben wir eben versucht, diese zu beantworten und unter anderem auch mit einer Studie im realen Leben, die so konzipiert war, dass wir eben ein Kreppband als Hindernis angesehen haben und aufgestellt haben und dann die Reaktion von Passanten beobachtet haben und festgehalten haben. Und darin hat sich dann bestätigt, da wir eine gewisse Freude dabei hatten, eben die Reaktion von den Passanten wahrzunehmen, dass eben der Alltag Performance sein kann und wir eben gerne diesen Weg verfolgen würden. Wir haben eben dann alltägliche Situationen, die am Bauplatz oder in der Umgebung passieren, versucht zu dokumentieren, zu analysieren und diese auf ihre performativen Qualitäten zu untersuchen und dann auch im Weiteren darzustellen, in Grafiken, Geschichten oder eben auch Texten. Zum Beispiel jetzt U-Bahn oder Cafés oder Diskotheken. Ja, also aus dieser Analyse vom Alltag, die wir da gemacht haben, haben wir dann die einzelnen Bestandteile, die diese alltägliche Performance zusammenstellt, heruntergebrochen und nochmal einzeln dargestellt. Hast du deinen Text gelernt? Nein, muss ich nicht. Der kommt von selbst. Der ist schon da. Aber wer soll den denn spielen? Die Darsteller sind du und ich und all die anderen. Wir brauchen noch Requisiten. Kein Problem, schau dich um, nimm, was dir gefällt. Aber wo ist die Bühne? Bühnen gibt es überall. Steig worauf, kletter runter, tritt hinein. Aber uns schaut doch keiner zu. Noch nicht, weil sie es noch nicht verstanden haben. Wie denn auch? Es war schon immer so und keiner hat es bemerkt. Aber wir stellen jetzt Wände auf. Dann kann es keiner mehr übersehen. Basierend auf unserem Statement und der Studie behaupten wir, dass durch das Blockieren oder Verändern eines Weges zwischenmenschliche Kollisionen entstehen, die in sich eine Performance sind und auch, dass jedes menschliche Handeln, sei es noch so alltäglich, Performance ist. Wenn wir nur unsere Augen dafür öffnen, alles kann hier passieren, Zufälliges, Geplantes, Gewolltes, Echtes. Hier
Also in weiterer Folge des Projektes haben wir uns eben überlegt, wie wir dann zu eben menschlichen, wie wir menschliche Kollisionen eben fördern können. Und das war dann am Ende von diesem, also als Ergebnis hatten wir dann die These aufgestellt, dass es ein Hindernis, eine Blockade, Wände sein sollen. Und diese haben wir dann, davon haben wir dann Module entworfen und diese dann kombiniert zu Typologien sozusagen zusammengesetzt und diese dann auf dem Bauplatz angewendet. Und eben in möglichst realen Situationen dann auch versucht, wieder darzustellen. Und hier kann man auch schön sehen, dass wir dann auch nicht die Wände bei einer Materialität gelassen haben, sondern diese dann auch versucht haben zu verändern und dass sich diese dann eben auch auf diese menschlichen Kollisionen, dieses Zwischenmenschliche auswirken wird und kann. Ja, für die Ausstellung haben wir uns dann noch verschiedene Wege und Methoden überlegt, wie wir diese Prinzipien und Gedanken so darstellen können, dass auch vor allem in der Ausstellung auch performative Situationen entstehen. Dabei haben wir einerseits das, ein Modell, in dem man mit den Modulen, so wie sie funktionieren, auch ein bisschen spielen kann und schauen kann, was passiert. Und auch die Person, die spielt, ist gleichzeitig auch für die, die vorbeigehen, natürlich wieder eine Performance in gewisser Weise. Und da kann man einfach sehen, was alles passieren kann. Es gab auch ein Schnittmodell und dann gab es eben auch noch eine Installation in 1:1-Marge, wo wir zwei Stühle so aneinander gestellt haben, dass eben nur genau so viel Platz bleibt, dass man, wenn man vorbeigeht, auch die gewohnte Bewegung verändern muss oder den Weg versperrt. Der Stuhl, der dann symbolisch für den Alltag steht, wird sowohl zur Bühne, Tribüne, Requisite, vielleicht auch Schauspieler, bleibt selber dabei aber immer noch ein Stuhl. So hat das dann in echt ausgesehen auch. Und dann gab es noch Sticker. Ja, das war es eigentlich von unserem, dem, was bei uns entstanden ist. Wir wollen aber auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie für uns das Studio war. Und davor gibt es jetzt auch noch, also unter dem QR-Code kann man die ganze Arbeit runterladen, weil wir haben jetzt sehr viel weggelassen. Und Alex liest noch das Schlusswort vor, bevor wir auf unsere Erfahrungen eingehen wollen. Stell dir vor, du gehst ins Theater und weißt nicht, wo die Bühne aufhört, wo das Schauspiel endet. Stell dir vor, Hamlet stirbt im Stück, aber dir ist nicht klar, ist er wirklich tot. Jetzt denk an alles, was du heute gesehen hast. Was war echt, was nicht? Bist du dir sicher? So, danke schön erstmal. Ja, ich glaube, was wir vor allem mitgeben können oder möchten, ist, dass wir uns halt ein Thema ausgesucht haben. Also man merkt auch, dass wir ein bisschen andere Richtung haben vielleicht. Wir haben uns einfach ein Thema ausgesucht, von dem wir so überzeugt waren, dass wir das auch wirklich jeden Tag darüber nachgedacht haben, dass man wirklich einfach die Freizeit damit verbringt und immer darüber nachdenkt, weil man und das auch für uns noch immer beschäftigt. Unter anderem beobachtet man dann wirklich viel gezielter dann auch im alltäglichen Leben diese Performances, die man sonst eigentlich nicht sieht. Zum Beispiel in der U-Bahn eben irgendjemand, der isst und jemand stänkert ihn an, weil es eben nicht mehr erlaubt ist. Ja, oder jede Treppe schaut auf einmal für einen aus wie ein Theater oder jeder Ort, an dem man vorbeigeht, überlegt man, was der jetzt eigentlich für Beobachtungssituationen entstehen könnten. Und ich glaube, das andere, was für uns auch besonders war, glaube ich, dass wir eben ein bisschen den Mut hatten, aus der Reihe zu tanzen. Und da wollen wir auch einfach sagen, dass es echt, glaube ich, gut ist, dass man alles ausprobiert, was einem einfällt. Also das war eine unserer frühen Konzeptgrafiken, wo wir Gläser mit Wasser und Öl gefüllt haben, um unser Besucher- und Schauspielerkonzept darzustellen. Oder auch eben unsere Konzeptmodelle, wo wir noch davon ausgegangen sind, dass wir noch ein Theater in der Mitte haben und das wäre eigentlich nur dieser öffentliche Raum gewesen, wo wir dann einfach gesagt haben, also auch natürlich dadurch, dass unser Betreuer
uns viel unterstützt hat, auch diesen Weg gewählt haben, von dem konkreten Gebäude wegzugehen und auch im Workshop eigentlich als Endergebnis dann nur Skizzen hatten und da nochmal von neu angefangen haben. Aber es ist einfach, glaube ich, das, was wir damit, also wir haben einfach, uns war nichts peinlich auszuprobieren und das war auch, glaube ich, gegenseitig vor uns sehr wichtig, dass wir alle Ideen irgendwie mal teilen konnten und es war irgendwie nichts, es wäre nicht komisch, wenn man das und das gedacht hat. Ja, und dieses Trauen gilt auch für das kritische Hinterfragen der Aufgabenstellung. Also wenn man sich damit stark auseinandersetzt, kann man sich auch eigene Gedanken dazu bilden und ja, eben von da aus dann eben weitergehen. Ja, es war auch klar, dass das ein riskanter Schritt ist zum Teil, dass wir halt vieles nicht eingehalten haben, also eigentlich weniges überhaupt eingehalten haben. Aber was dafür ganz wichtig ist, ist, dass dabei eine Arbeit rausgekommen ist, hinter der wir halt noch immer zu 100% stehen und von dem wir so viel gelernt haben, wo ich echt trotzdem voll der Meinung bin, dass das der richtige Schritt war und wo wir uns auch bei Willi nur bedanken können, als unserem Betreuer, dass er uns auch da so unterstützt und verteidigt hat. Jo. Ja. Von meiner Seite auch noch mal ein Dank an Willi. Okay, thank you, Sarah and Alexander, for this presentation. Of course, you were one of those who were the most radical in terms of response of what we have asked with the brief and the methodology. But as obvious, because we somehow highlighted your project, we realized that exactly on this way of somehow checking very precisely the somehow performative aspects of every day and somehow challenging the ready-made and the existing, you were able to somehow, of course, dive completely away from designing a building, but you designed a very, very coherent strategy, which were somewhere on the verge of some sort of urban furniture, but beyond that, so it was like a system that somehow have proven how you can integrate all these issues that you were so obsessively diagramming and kind of drawing with a certain set of sketches, that you somehow became, of course, this wider, sensitive kind of wanderers about the performative aspects of everyday Vienna. But you were able to think within the precise metrics, within the precise system, and then, of course, test each of these issues from aspect of first literature, questions of what is really a performance, what kind of activity it is, the performance. So therefore, and of course, with the presentation at the final exhibition, you somehow proven your point, although you so completely neglected all the rules that we had to set up. So what we need to know that if everyone would be reacting in this way, there would be a complete collapse of the system. But of course, sometimes I think whenever you, your emotions and your willingness, it's to test and to somehow respond to the topic in such a strong way, I think it's great that your betrayer was somehow supportive on that. I would just definitely advise you that you don't do this with all the projects within your, let's say, curriculum, because I think even though if you remain in any of the possible fields of performance or curatorial architecture or exhibition architecture or this kind of, let's say, specific, let's almost urban architecture on a very small scale, it's great that you also have an experience of how you really need to literally design a building, because you need to be able to design a door handle and the city in order to tackle each of the issues that in your future. But I think it was worth being so strong and so somehow deliberately repulsive and responsive, that it's great to see the project after almost a year again. So congrats. Thank you very much. Ja, von mir nochmal Gratulation zum Projekt. Und ich finde eigentlich gar nicht, dass ihr die Aufgabenstellung negiert habt, sondern ihr habt sie eigentlich im Kern erwischt.
Ja, und jetzt ist vielleicht kein klassisches, konventionelles Architekturprojekt draus geworden, aber ihr habt uns schon auch uns vor Fragen gestellt, die uns nicht klar waren, aber die sehr wichtig sind zu diesem Thema und das nämlich jetzt nicht sozusagen auf die leichte Art, sondern in einer sehr seriösen, sehr, sehr hartnäckigen Ernsthaftigkeit auch diese Forschungsreise, wenn man so will, eigentlich auch erlebt und als auch präsentiert ist. Und das, finde ich, schätzen wir schon auch sehr, auch wenn manchmal unser Prozess vielleicht ein bisschen die Methodik an und für sich vorgegeben ist, aber wir halten es auch sehr gut aus, wenn wir in der Form kritisiert oder hinterfragt werden. Und ich glaube, das ist schon auch der Kern der Universität oder des Studierens. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall beibehalten, diese Kritik, aber eben auf dieser ernsthaften und produktiven Ebene. Also, danke dafür. Danke. So, das war's mit Bauplatz 2. Wir haben noch zwei Projekte. Bauplatz 3 zur Erinnerung: Margaretengürtel, Autos, Straße, Lärm etc. Wir werden gleich sehen, was das sozusagen für die Projekte bedeutet. Erstes Projekt am Bauplatz 3: Hypostyl Hall von Mirlind Aliu und Valon Ademi. Ja. Okay. Wir geben gleich bei zum Bildschirm. Okay. Hallo, ich bin der Valon und mein Kollege der Mirlind und wir würden erstmal unserer Betreuer sehr viel bedanken, da er wirklich sehr hilfreich war durch den ganzen Entwurfsprozess und unser Konzept unterstützt hat, obwohl es ein bisschen kompliziert und sehr schwer war, irgendwie das in Wirklichkeit zu übersetzen. Und wir gehen gleich zu unserer Ikone, wo wir eigentlich haben wir uns beschäftigt mit diesem Bezug zwischen Performer und Zuschauer. Und wir haben das analysiert und das kann man klar sehen im Grundriss und im Schnitt ganz unten. Und wir haben damit weitergearbeitet, danach im Workshop, wo wir durch Arbeitsmodelle haben versucht, ein System zu schaffen, ein Raster, der unterschiedliche Bezüge und unterschiedliche Atmosphäre und Räume schafft. Also da links kann man sehen die Arbeitsmodelle von Workshop und rechts ein Arbeitsmodell, also ein Schnittarbeitsmodell. Und wir kommen zu dem Konzept, also einer der wichtigsten Punkte, dass wir also in unserem ganzen Entwurf, also unser Ziel war nicht so einen klassischen großen Raum zu entwickeln, sondern vielleicht viel verschiedene Größe des performativen Räume zu entwickeln, damit wir unterschiedliche Atmosphären schaffen könnten und unterschiedliche Bezüge zwischen Performer und Zuschauer. Und das kann man klar sehen in diesem Raster links, also die unterschiedliche Größe und Atmosphäre und unten, als wir mit dem Höhe gespielt haben, um die unterschiedlichen Bezüge zu schaffen. Und dann links kommen wir zu diesem abstrakten Konzeptmodell, wo wir sehr stark gezeigt haben, dieses Flexibilitätsfaktor, durch was haben wir versucht, dieses verschiedene Größe und Bezüge zu schaffen. Und zwar in diesem Fall waren diese beweglichen Ebenen, die wir irgendwie konzeptuell da dargestellt haben und auch links und rechts kann man dieses raumtrennende Element sehen. In diesem Fall war sozusagen akustische Vorhänge konzipiert. Genau. Dann gehen wir weiter, sind wir mit dem Bauplatz viel beschäftigt. Und zwar, was der Bauplatz für uns bedeutet und wie wir das interpretieren könnten. Wir können das sehen in diese 2D-Diagramme, dass wir mit diesen stark befahrenen Straßen beschäftigt haben und dann mit dem ganz grünen Raum, der so einen öffentlichen Charakter hat. Ja, wir haben beschäftigt mit den Bezügen, mit der Umgebung, was da umherum entsteht. Und sind wir noch tiefer
gegangen mit diesen 3D-Diagrammen, wo wir wirklich diese Frequentierungsanalyse die Analyse gemacht haben und wie das dann in unserem Projekt wirklich einwirkt. Und dazu sind wir ausgekommen, dass unsere Gebäude könnte wie eine Oase in einem sehr öffentlichen Raum sein. Und dann der performative Raum könnte dann aufgehoben in einem anderen Niveau. Genau. Und dann in dem Axo kann man sehen, wie das Gebäude, wie der Bezug von dem Gebäude und in diesem ganz öffentlichen Platz umherum ist und wie die soziale Kontext dazu sind und was für eine Programmatik da umherum entsteht. Genau, dann kommen wir zu einem sehr schlüssigen Punkt unseres Projektes. Das wäre dann dieser räumliche Konzept, die dann das ganze Systematik ermöglicht und wirklich unseren Konzept zu verwirklichen. Und zwar, es gibt in der Höhe dann eine Raumhierarchie, je höher, desto privater. Das heißt, im Erdgeschoss, die Idee wäre, dass der Foyer selber wäre ein introvertierter Foyer, die von den Säulen halt eine sehr einzigartige Atmosphäre macht. Und dann umherum wäre das ummaltet von einer sehr dicken Mauer, die dann seitlich von diesen kleinen Öffnungen belichtet wird und diese Atmosphäre noch stärker zu machen. Unser Ziel wäre dann, dass die Leute zuerst in diesem Foyer, in diesem abstrakten Foyer reinzukommen und dann, je nachdem, in welche unterschiedliche Funktionen die weitergehen wollen, können das so weitergehen. Und im ersten Geschoss befindet sich dieser performative Raum. So wie wir sehen, es ist ganz offen, wo die Erschließung teilweise könnte auch performatives Raum oder umgekehrt sein. Genau. Dann kommen wir zu unserem Namen, Hypostyle Hall, was eigentlich bedeutet eine Halle, deren Decke wird dann von Säulen getragen. Und das kommt aber dann mit ihren eigenen Schwierigkeiten, wie die Abstände zwischen Säulen und wie die Abstände zwischen die Wände und die Säulen und wie man löst kann diese Ecklösungen. Und wir haben uns sehr viel mit dem alten Griechen besonders beschäftigt, die das sehr gut haben gelöst haben, Ophatalos oder die unterschiedlichen Tempel dann. Genau, und dann noch tiefer zu unserem Grundriss. Ja, wie vorher gesagt, das Gebäude sollte so ganz mittig betrachten und dann diese Foyer sollte diese ganz geometrisch abstraktes Raum zeigen. Und dann die Atmosphäre, die dann hier drinnen befindet, ist so wie eine Art heiligen Atmosphäre. Und dann diese Mauer, die den ganz öffentlichen Raum außen und diese introvertierte Foyer, da sind eingerichtet die sekundäre Funktionen wie der Restaurant, Garderobe, Kassa und so weiter. Und dann in der Perspektive kann man sehen, die Proportionen zwischen diesem stiftförmigen Hydrauliken-System und dann dem menschlichen Maßstab. Genau. Ja, genau. Dann kommen wir zu dem ersten Obergeschoss, wo man klar sehen kann, dass große performative Raum, also dieser flexible performative Raum, und unten im Erdgeschoss Schnitt und die Achse haben wir gezeigt, die unterschiedlichen Möglichkeiten, dass wir durch diese flexible Elemente erreichen können, und zwar. Also es heißt nicht, dass das ganze Raum ein performativer Raum sein soll, sondern es kann auch eine Ausstellung sein und eine andere
performant, unten und so weiter. Dann in einer Innenperspektive, das ist eigentlich das zweite Obergeschoss, wo das Lager stattfindet und das Werkstatt. Und da haben wir eigentlich keinen Lastenlift geplant, sondern wir werden auch die bewegliche Plattform verwenden, um bis oben zu fahren, dort die Kulissen reinbringen oder eine Szene bauen und dann wieder runterfahren. Und im dritten Obergeschoss befindet sich der Künstlerbereich und die administrative Räume. In dieser Innenperspektive von der performative Raum kann man klar sehen, dieses Teilungselement, die im Fall war, dieser akustische Vorhänge. In einer Schnittperspektive kann man gut erkennen, dass das Größe des performativen Raumes im bitte Mikrofon auch so. Okay. Also im Schnittperspektive kann man gut erkennen, dass die Größe des performativen Raumes im Vergleich zu den anderen Räumen, die wir im zweiseitigen Kerner geplant haben. Und ja, dann gehen wir gleich zum Modellbau. Ja, also wir haben auch mit dem Modellbau viel beschäftigt und wir haben gedacht, um unser Projekt, um unser Konzept besser zu erklären und besser diese Atmosphäre zu zeigen, die wir zeigen wollten. Es wäre gut, wenn wir zwei Schnitte haben, und zwar einen Längsschnitt und einen Querschnitt. Und dann haben wir gedacht, vielleicht machen wir das in einem Modell. Und wie schaffen wir das durch Flexibilität wieder? Das war eigentlich ein bewegliches Modell, wo wir durch Bewegungen zwei Schnitte gezeigt haben. Also ganz links kann man sehen das. Und dann rechts ist der 500er Modell und der 200er Modell, wo man gut erkennen kann, diese Verhältnis zwischen das Gebäude und Umgebung. Ja, das war es mehr oder weniger. Danke. Danke, Zahar. Thank you so much. Thank you for sharing your presentation. I think what it was really important in your case was that you somehow worked with very specific architectural typology in terms of how to address the space, which was with this somehow the approach of Hippostyle. It was great to see the set of references from the ancient historical references to more contemporary ones, so that you somehow used the pool of existing architectural projects as a learning tool. I think that's really important in your design process. Another issue I think that you somehow pushed to an extreme, but in a good case, is that you use the system that it's very common for all the performative spaces, but not only to allow the changes in the scenography, but actually to allow for radical floor landscaping changes in throughout of your building. So that was very clear, but it's not the only thing. So this is how you manipulate the core of your building and actually the architectural quality and the performance lies about with this thick wall where all the other set of needed spaces are organized. So that, I think it was very, very specific. I think it's also great to see your very ambitious set of models, which we would like also this year's students to be inspired by and really wished to reach this particular level, because of course it's a little bit harder to work on that at home. But I think we should also, the way you explained it, it's strategically important that you, while building models, you think spatially. And if you just produce the models and you don't use section for, let's say, the design purpose in the development of the project, then the floor plans are never creating space in itself. And I think this is very clear also from the set of models that we see here. So congrats to you and congrats to Gordon, who obviously guided you as a great teacher in order to push you to the levels in which you somehow you saw the coherence of your thought and you developed a very
specific and radical concept. So congratulations. Thank you. Thank you. Ja, Gratulation auch nochmal von mir. Ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern an die Größe, die beeindruckende Größe des Modells in der Ausstellung, das auch da vor große Fragen gestellt hat, aber sehr beeindruckend dann auch gewirkt hat in der Ausstellung eben. Wir sehen jetzt das letzte Projekt mit dem klingenden Namen Pantarei von Wenceslav Karzelin und Svetoslavova. Ja. So, hallo auch von unserer Seite. Sozusagen last but not least wollen wir anfangen mit dem Bauplatz. Bei unserer Analyse haben wir bemerkt, dass entlang der Park, wo unser Bauplatz sich befindet, gibt es sehr viele unterschiedliche Plätze, wo man kann Aktivitäten machen, aber die sind sehr isoliert voneinander. Und was wir haben als Hauptziel schon von Anfang, war, alle diese Aktivitäten zusammenzubringen und zu schaffen einen Raum, der 24 Stunden pro Tag gespielt werden kann. Wir haben analysiert die Lärmstärke als eine von den wichtigsten Problemen der Bauplatz, dann die menschliche Massebewegung durch den Bauplatz und ein sehr wichtiger Punkt, der kommt auch später, ist die Sichtbarkeit der Bauplatz von entfernt. Und damit wir diese 24-Stunden-Programm schaffen können, war es für uns sehr wichtig zu analysieren die momentane Situation dorthin. Und wir haben mit mehreren Besuchern betrachtet, wie die unterschiedlichen Funktionen da gespielt sind im Moment. Und was wir haben bemerkt, dass eigentlich die sind gespielt in einem sehr kleinen Tag von, sehr kleiner Teil von der Tag, in die meisten Zeit. Das ist verwendet nur zum Durchgehen. Dann haben wir die Agenda von dem Theater analysiert und wir haben die Funktionen verteilt von öffentlich und privat. Wir haben die zusammengefügt und als unser erstes Statement ist, wäre es möglich, ein Gebäude zu schaffen, der aktiv ist durch den ganzen Tag. Dann wir haben weiter mit drei unterschiedlichen Punkte, die Räume auch verteilt. Das ist die Belichtung, die Lärm und die Installationen. Und wir wollten es die maximal funktionell zu gruppieren dann später. Und dann haben wir weiter gearbeitet in Richtung Recherche von Beispielen. Und dann haben wir für uns gemacht die drei wichtigsten Punkte, die wir haben gehalten bis zum Ende. So, erstens ist das, die performative Raum ist aktiv. Sie ist Teil von der Performance selbst und sie spielt mit der statischen Stadt. Zweitens, die Stadt ist in dem Gebäude gelassen und die Bühne ist Teil von der Stadt. Drittens, es gibt ein Netz von visuellen Kontakten zwischen Zuschauer und Performer, zwischen Zuschauer und Performer und Performer. Und das ist unsere erste Idee, die in diese Richtung gegangen ist. Ja, eigentlich so hat alles begonnen mit einer Collage. Und das ist eher eine Zusammenfassung unserer ersten konzeptuellen Ideen, eben dass wir das Performance also ganz öffentlich machen wollten und dass wir die Landschaft irgendwie in dem Gebäude integrieren wollten. Und weiters bei der Konzeptentwicklung kann man sehen, dass wir ein sehr einfaches Volumen gewählt haben. Und damit wir das weiterentwickeln, haben wir dieses Volumen auf zwei geteilt. Und wegen dem viel Lärm von dem Bauplatz haben wir das untere Volumen weiter nach unten versunken,
damit wir das Erdgeschosszone sozusagen ein bisschen von dem Lärm schützen können. Und damit wir das weiter architektonisch entwickeln können, haben wir ein Raster weiterverwendet. Nach dieser Rasterisierung kann man das sehen, dass verschiedene Würfel in der Geschosszone entstehen. Und wie wir diese benutzt haben, wo diese Würfel sich miteinander treffen, haben wir da die statische Funktionen integriert. Weiters kann man da sehen, dass verschiedene Raumhöhen entstehen und wo der sozusagen die Räume eher niedriger sind zwischen den Würfeln, da kann man Aufenthaltsräume platzieren und wo bei den größeren Räumen eher Sitzplätze oder Bühnen kann man da verwenden. Und bei dem Hauptsaalkonzept ist zu sehen, dass wir bewegliche Elemente benutzt haben. Und es ist hier wichtig zu sagen, dass das Hauptsaal genau oben auf dieser Studiobühne im Erdgeschosszone befindet. Das heißt, es ist von Vorteil, wenn diese Elemente sich nach oben oder nach unten bewegen, weil so diese nicht nur das Performance in dem Hauptsaal beeinflussen, sondern auch diese bei der Studiobühne unten. Und auf diese Art und Weise bekommen wir verschiedene Raumatmosphären in den beiden Räumen und also verschiedene performative Qualitäten, die man ja, benutzen kann und verschieden bespielen werden kann. Von dem Grundriss bei der Erdgeschosszone ist zu sehen, dass auf die mittlere Achse eher also die Würfel da eher größer dimensioniert werden und die Landschaft sanft durch das Gebäude, sich durch das Gebäude erstreckt. Und auf die beiden Seiten werden eher kleinere Würfel benutzt und die höheren, die eher höher als die anderen sind. Und da entstehen eher kleine und niedrige Räume, die als Aufenthaltsräume dienen können. Weiters von dem Schnittachso kann man einerseits sehen, dass der Verlauf von der Erdgeschosszone bis zum Foyer im ersten und zweiten Obergeschoss sehr sanft gemacht ist. Also dieser Verlauf bei den Würfeln ist auch weiters als Treppe noch bis zu dem Foyer benutzt. Und zweitens kann man von dem Grundrissen sehen, eine klare Trennung zwischen privaten und öffentlichen Räumen. Also es ist zu sehen, dass der Hauptsaal sich in der Mitte befindet und die öffentlichen Räume, sprich Foyer, Café und Restaurant, eher auf die linke Seite platziert sind und alle privaten Räume wie Werkstätten und Offices zum Beispiel auf die andere Seite des Gebäudes. Es ist auch wichtig zu sagen, dass wir auch eine Nebenschicht benutzt haben und wo wir eigentlich Aufzüge, Treppen und WCs da weiter integriert haben, damit die eigentlich miteinander gruppiert sind, aber auch relativ getrennt von dem Rest werden. Und von unserer Bauplatzrecherche haben wir dieses Foto gemacht in der Nacht und wir wollten dieses Logo sozusagen weiter integrieren in unserem Gebäude und damit wir auch irgendwie eine Art Beziehung zu der Vergangenheit schaffen. Wie haben wir das gemacht? Indem wir die Fassade so gestaltet haben, dass wir verschiedene Theaterzitate drinnen sozusagen geschrieben und integriert haben, indem wir Löcher in der Fassade gemacht haben. Und ja, verschiedene Theaterzitate wurden unsere Inspiration, die auch in der Nacht beleuchtet werden können. Und wie wird das Ganze erschlossen? Unsere Schließung läuft um den Hauptsaal herum und das hat drei Funktionen. Einerseits dient das als Erschließung, andererseits als Sitzbereiche, von wo man die Stadt beobachten kann. Und die dritte Funktion ist, dass die Erschließung bei uns auch weiter als Zuschauerbereich dient, indem man direkten Blick zu dem Hauptsaal hat. Und diese Idee war nämlich vom Teatro del Mondo von Aldo Rossi inspiriert. Und von diesen Collagen, die verschiedene performative Szenarien von unserem Theater darstellen, ist es zu sehen, dass
das Theater, also das Gebäude, viele verschiedene Möglichkeiten an performativen Räumen und Qualitäten anbietet und die aber auch ziemlich gut miteinander verbunden werden können. Ja, und genau diese Bewegung durch den Raum hat uns inspiriert für den Namen Pantarei. Das kommt von Altgriechisch und bedeutet alles fließt. Aber man soll es verstehen als diese Bewegung, der verändert die Dinge ständig. Und das zeigt sehr gut sich in die Schnittperspektive, dass genau diese Bewegung von den Leuten, die Bewegung von den Plattformen im Halbsaal verbinden sich und dann die ganze Raum funktioniert als eine aktive Raum. Wir können sehen auch hier vielleicht ein bisschen besser die funktionale Trennung von öffentlichen Teil und private. Und wir sehen auch, dass mit diesem beweglichen Teil schaffen wir einen mehr flexiblen Raum, der kann sich auf mehrere Funktionen gleichzeitig verwendet werden. Und ein sehr wichtiger Punkt war, dass die Stadt und den Innenraum als ein Hauptkonzept funktioniert. Das haben wir weiter gezeigt hier in die kleinen Modelle. Sehr wichtig hier ist zu betrachten diese Vielschichtigkeit der Konzept und auch die fließende Bewegung in die Erdgeschoss durch die ganze Gebäude. Hier haben wir für die große Modelle sehr viel experimentiert mit dem Innenraum. Und wie fühlt sich die menschliche Maßstab in so einem Gebäude? Und die Modelle waren für uns durch die ganze Zeit die wichtigste Design-Tool. Wir haben schon von Anfang jeden Schritt mit mehreren Modellen unterstützt. Und durch die wollten wir immer zu analysieren, wie der Raum wirkt auf den Menschen. Wir haben versucht, die unterschiedlichen Höhen, die unterschiedlichen Blickbezüge und dann natürlich am Ende die ganzen Modelle eine. Das Gebäude befindet sich in einem Bezirk, wo es gibt sehr viel Potenzial, der nicht verwendet ist. Deshalb unser Gebäude sollte funktionieren als ein Magnet, der alle diese Leute nicht nur von diesem Bezirk, sondern von der ganzen Stadt zusammenbringt und gibt zum jedem Individ einen Platz, etwas zu machen, aber gleichzeitig auch die gesamte Gesellschaft. Ja, wir wollen danke für die Aufmerksamkeit und natürlich bedanken Herr Waumüller, der hat uns durch die ganze Weg sehr viel geholfen und ja, danke nochmals. Dankeschön. Thank you so much, Svetoslava and Ventislav, for your presentation. We finally reached the end, but it was great to see all the projects, so it was important to also see yours. I think it was a very interesting somehow conclusion because you somehow started with this kind of performative diagrams of 24 hours. You somehow really again questioned the issue of who is the performer, who is the actor, what is the everyday, and you try to incorporate this specificity of this kind of shrunken and kind of cave-like space in this kind of entrance, but of course, so something that belongs to the theater starts to the production of the play, starts to belong into the theater of the building itself. And I think that transition was really well led and it was obvious. So when we were when we were judging your project last June, it was from all your drawings, it was so obvious what was your concept and how you somehow wanted to achieve it, that was, and that's the whole purpose, that you as architects
you train yourself to somehow be able to define the concept itself, but also to develop it further within the building. So we, with the selection of Thomas, that your project is the last, obviously we concluded with the project that it's a building, that it's not an anti-building, which is equally interesting. Of course, we, so congratulations again. And thank you for a very insightful presentation. Maybe Thomas, now you invite everyone to join us and we can start the discussion somehow for kind of concluding remarks, no? Ja, also wir haben jetzt noch ein bisschen länger gebraucht als ursprünglich geplant. Es ist schon relativ spät, aber trotzdem vielleicht, dass alle nochmal, alle Protagonistinnen sich nochmal zeigen. Wir sind viele. Mhm. Es sind noch einige Leute noch auf YouTube zugeschalten. Also es gab jetzt noch nicht viele explizite Fragen von YouTube-Seite, aber vielleicht jetzt nochmal der Aufruf, wenn es Fragen gibt, bitte in die Kommentarebene schreiben. Ansonsten würde ich vielleicht trotzdem kurz mal anfangen, was mich interessieren würde, weil ja das Studio-Gebäude jetzt nicht eine Standalone-Veranstaltung ist in eurer Uni-Karriere, sondern ein Schritt, ein Zwischenschritt auch, nachdem es weitergeht. Wir freuen uns immer sehr, wenn Leute, die ein Studio gemacht haben, auch später wieder in diversen Entwerfenstudios bei uns teilnehmen. Und was mich einfach interessieren würde, was ihr aus dem Studio aus dem letzten Jahr auch mitgenommen habt für andere Projekte, die ihr in der Zwischenzeit bearbeitet habt. Also jetzt haben wir natürlich sehr viele sehr spezifische Themen auch gehört zum Theater, aber die Intention war natürlich auch jetzt einerseits der Entwurfsprozess, aber andererseits auch Themen, die da mitkommen, wie der öffentliche Raum, wie Erschließung etc. etc. Was für euch da auch Themen sind, die ihr in weiteren Projekten in der Zwischenzeit, so viele werden es nicht gewesen sein in einem Jahr, aber doch, was ihr da mitnehmen konntet, auch ganz konkret für eure Arbeit jetzt. Möchte da wer explizit antworten? Sonst frage ich immer die ich kenne. Elif. So, ich glaube, also was ich gelernt habe, ist, dass es macht mal den Projekt sehr stark und Konzept, und dass diese Gebäude nur da sein kann, also nur auf diesem spezifischen Ort. Und dass dieses Anfangsidee, die Konzeptgedanke so als Leitfaden, dass wir das nicht verlieren entlang der Zeit. So, das würde ich nehmen als besonders wichtig. Maybe Sarah, because you had completely an anti-Gebäude project. So how do you see, how do you respond to the question of Thomas? Ja, ich glaube, was wir am meisten mitnehmen konnten, ist, dass dass man wirklich, also die, von der Arbeitsweise, wie wir uns das erarbeitet haben und auch dass die Teamarbeit, die wir, also für mich, ich habe wirklich am meisten über die Teamarbeit, die wir gemeinsam hatten, eigentlich gelernt und mitgenommen, weil einfach unsere Teamdynamik so war, dass wir uns alles trauen konnten zu sagen und alles trauen konnten vorzuschlagen und nichts war dumm und keine Idee war zu verrückt. Und ich glaube, das war für uns ganz, ganz wichtig und auch, weil das von beiden Seiten kommen muss, damit das so funktioniert und dass das so viel ausmacht, wie gut am Ende das Projekt wird. Und auch einfach, dass wenn man das Konzept muss, also man muss das selber richtig verstanden haben und ausdiskutieren, bis jeder Punkt verstanden ist und damit man dahinter stehen kann. Also das einfach, weiß nicht. Ja. Und das auch mal für mehrere Tage. Ja, also wir haben wirklich Tage damit verbracht, nur im Eller zu sitzen und zu diskutieren und nichts anderes zu tun. Also, und das war unglaublich lehrreich. Einfach auch nicht nachzugeben. Also, wir haben nie nachgegeben, wenn einer nicht überzeugt war, sondern diskutiert, bis beide überzeugt waren. Und wenn es 3 Tage gedauert hat, hat es 3 Tage gedauert. Yeah, I'm very happy that you brought up this issue of the teamwork and the team production of architecture and of course within the curriculum, but of course also in the future.
There are two reasons why we decided to do this kind of double teams in Studio Gebäudelehre. It's because the TU somehow suggests that the one teacher teaches 25 students, which is then 25 projects per teacher is far too much for any concrete serious involvement. But of course, because of, let's say, my previous education, when I was mostly really learning the most, when I was part of a larger team, either of two or three or four on a different, let's say, educational institutions, either here in Ljubljana or in London or at Princeton, I learned exactly that by argumenting your positions, your concepts become stronger and stronger. And it's not your personal idea you are challenged, but it's each personal decision that you continuously. Of course, it's tiring. And it takes a lot of time. But I think the project at the end, it's something that neither of you could develop by yourself in your room, but it actually arose from this dialogue and argumentation. And then I'm very happy that you brought this up, because we have continuous discussions within Stuka of, you know, whether this kind of Einzelarbeit is the only possible way to entwerfen, or can we allow also groups of two to somehow develop a design studio project. And I think it's, I'm standing on the position that, of course, if the team is not too big and then each partner has an equal role, I am encouraging students to work in a team of two and sometimes in a team of three. And I think also today you showed us that it's a better option. So, thank you for this comment. Anyone else wants to add something? No? Oliver? Yeah? So ich glaube, oder wir glauben, die Analysephase ist uns das erste Mal bei Gebäudelehre richtig gelehrt worden. Also wie man einen Bauplatz ansehen sollte, analysieren sollte, im Schnitt, im Grundriss, Axonometrie, in ganz verschiedenen Art und Weisen. Ich glaube, das haben wir auch in anderen Studios umgesetzt und das fanden wir sehr, sehr hilfreich. Was uns auch geholfen hat, ist, weil wir vor Gebäudelehre auch nicht so viel Erfahrung hatten, dass am Anfang alles strukturiert war, also dass wir viel Zeit hatten für Konzept, viel Zeit für Recherche und uns langsam was aufbauen konnten, aber mit einem Leitfaden und dann nachher aus dieser Struktur ausbrechen konnten. Ja. Ich glaube, der Leitfaden, den man überall anwenden kann, war sehr, sehr hilfreich. Yeah, thank you for this kind of insight. It's actually quite, in certain, let's say, relationships similar to Elif position. And this is really, really crucial what we are trying to teach through this course. It's something that is so specific to architecture in general that each architectural gesture that we are planning, it's related to the existing environment. And without understanding it, not only in physical terms, but of course also in the social, political, material terms, atmospheric, light condition, and understanding it, how we've seen in some of the projects today, on the course of the timeline, so how it operates in the morning, in the evening, during the weekend, it's really crucial. We have to admit that it's also biggest challenge, actually, a part of this studio. It's understanding the context, because I realized that in many schools around the world, understanding of the environment in which we architects are supposed to contribute has been taught from the first day onwards. And then I would definitely like to encourage also the new teachers who are coming to actually try to open this issue of the context as early as possible, not only later on, let's say in the second part of the second semester. But yes, it's a crucial agenda, so thanks for highlighting that.
Anyone else? Kim, maybe? Ich glaube, ich würde auch sagen, dass das, was zumindest mir ziemlich aufgefallen ist, ist, dass man in dem Studio wirklich auch seine Ideen ausspielen konnte. Also, dass man, obwohl dass wir vielleicht sehr konzeptuell waren und dass es vielleicht konstruktiv schwierig umsetzbar war, aber dass wir das halt einfach zum Ende führen konnten und auch, dass man seine eigenen Ideen wirklich auch Vertrauen schenken darf und halt irgendwo, dass man die auch durchziehen kann. Ja, ich fand es auf jeden Fall voll schön, wie man auf das Konzept geleitet wurde, in dem Sinn, dass man eben, wie Olli und Anne schon gemeint haben, so viel Recherchearbeit gemacht hat und aber auch wirklich wir eigentlich dazu geleitet wurden, extrem viel zu zeichnen und viele Zeichnungen auch nicht als endgültige Zeichnung zu sehen, sondern als Prozess, um auf etwas zu kommen. Und das war so, glaube ich, das erste Mal für mich, dass ich das so viele Collagen zum Beispiel machen. Das war für mich eher, ich habe ein fertiges Projekt und dann mache ich eine Collage, um das zu zeigen. Voll. Und hier war es eher so Denken durch Darstellung und Denken durch Zeichnungen. Und was willst du für Atmosphäre erzeugen und wie kriegst du die? Und auch Archicad habe ich auch extrem viel gelernt, aber einfach nur, weil man sich irgendwie ausdrücken will oder halt das dann ausdrücken will, was man gerne haben will. Und dann war es einfach auch ein Lernprozess. Und wir haben auch viel geredet und ich glaube auch dieses eine Atmosphäre im Kopf haben, aber nicht wissen, wie sie eigentlich ausformuliert wird. Und das war auch so für mich das erste Mal, weil sonst hätte ich eher eine Idee im Kopf gehabt. Und hier war es eher wirklich immer nur über Atmosphäre. Ich glaube, das hat eben die Organisation vom Studio irgendwie auch hervorgebracht und das war voll schön. Ich muss auch nochmal sagen, dass ich finde, dass das mit der Teamarbeit wirklich voll gut war, weil wenn man so seine Ideen mal ausspricht und die dann quasi von jemand anderem erzählen will und dass man einfach eine Person hat, mit der man das ganze Studio durchmacht und wo man dann quasi alle Ideen miteinander teilt und dann irgendwie sich einfach, da kommt man viel, viel weiter. Also ich fand das auch voll gut. Thank you for your thoughts. I think what you kind of placed in forward is this kind of research and response, which I think it's crucial. So we were kind of slowly building up the idea of how to respond to everything that you were confronted with or you kind of dig through, either through the art world or to understanding of the society or through to the references. And you take on these understandings and then you incorporate in the project. What was really nicely placed is, Kim, that you said that it was interesting for you to think through the representation. And I think this is like a very known trick in how to teach architecture that we should be also always somehow doing in the future, deliberately, because so through that you see your own thoughts clearer and your different potentials of where you started to think certain things. So I think that's an important thing. Thomas, do you have additional questions or contributions? No contributions from YouTube so far, but then I'll go with my second question. Dean hat es auch gerade angesprochen, dass also Teaching natürlich, Teaching geht aber nur, wenn sozusagen zwei Parteien zusammenkommen, also ohne Studierende gibt es keine Betreuerinnen. Und da würde mich auch ganz persönlich jetzt interessieren, was dann für euch wichtig ist an einer Betreuung. Nicht, dass wir uns da jetzt in den Vordergrund schieben wollen, aber was von eurer Seite jetzt auch gedacht Aspekte sind oder eben, was für euch eine gute Betreuung auch ausmacht oder was für euch wichtig ist in einer Betreuung. Mirlind. Dich kenne ich von Betreuungen. Ja, hallo. Also ich hätte gesagt, ich habe die letzten drei Semester mit Gebäudelehre beschäftigt, letztes Semester mit Stadtfabrik und dieses Semester mit Healthcare. Und ich habe sehr hilfreich den Job der Betreuer gefunden, die Betreuer, die wirklich versuchten, die Idee weiterzubringen und nicht einfach
stärker den Projekt zu beeinflussen, sondern wirklich die Studierenden helfen, diese Interpretationen, die wir haben, und wirklich selbst zu analysieren und vielleicht auch Referenzen dazu analysieren oder noch hinter in der Geschichte zu gehen und wie wirklich die unterschiedlichen Probleme gelöst sind. Und dass wir selber diese Arbeit zu machen und nicht einfach eine Idee uns zu geben und dass wir damit weiterzumachen. Und deswegen habe ich wirklich viel mit Gebäudelehre beschäftigt. Das habe ich sehr hilfreich für meine Projekte gefunden. Thank you, Ilit. What about Daniela and Karin? What are your thoughts on the question by Thomas? Daniela? Ja, grundsätzlich war es mir eigentlich immer sehr wichtig, dass die Betreuer wirklich versuchen, auch deine Idee zu verstehen. Also es ist ja oft so, als Student, man tut sich oft nicht so leicht, das auch wirklich so rüberzubringen, wenn man was meint. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die Betreuer auch dementsprechend offen sein und sich natürlich auch wirklich versuchen, mit einem auseinanderzusetzen und dementsprechend auch das Ganze weiterzuentwickeln. Mhm. Und also da muss ich auch sagen, das hat bei uns sehr gut funktioniert, dass unser Betreuer war der Willi, und das, also nochmal ein großes Dankeschön, da wir doch, also das Konzept war am Ende ziemlich klar, weil es war nicht immer so, also es ist schon in ganz andere Richtungen auch gegangen. Und er war immer offen, hat uns aber auch immer wieder auf den richtigen Weg geführt. Und was ich vielleicht auch noch sagen möchte, also es ist immer wieder aufgekommen, da ja doch von Gebäudelehre aus gewisse Vorgaben gegeben sein, also sei es das Raumprogramm oder gewisse Quadratmeterzahlen. Und da hat uns, also unser Professor auf jeden Fall auch gelernt, dass wenn man richtig argumentieren kann, kann man dann schon das durchsetzen und das umsetzen, was einem für sein eigenes Projekt wichtig erscheint und was man eigentlich selber machen will. Man muss es halt wirklich argumentieren können und es muss auch nachvollziehbar sein. Aber das war schon eigentlich eine gute Sache, die ich da eigentlich aus dem Studio lernen konnte. Thank you, Daniela. What about Karin? Do you have any thoughts? Ja, ich wollte auch noch gern sagen, der Max und ich, wir waren immer gemeinsam bei der Korrektur. Und wir haben das sehr ernst genommen, diese Korrekturtermine. Und ich glaube, dass man das auch in der Betreuung gemerkt hat. Also wir haben uns auch sehr ernst genommen gefühlt, was total schön war. Und wir waren bei der Karin Trindl und sie hat eigentlich uns, wir haben da nämlich mit Max auch oft drüber geredet, das war irgendwie so ein Gefühl von Anleitung, aber sehr subtil und motivierend, aber auch nicht in Watte gepackt. Also direkt, so dass man weiß, von was da geredet wird. Aber irgendwie trotzdem auf Augenhöhe, sehr praxisbezogen auch. Also wir haben da oft drüber geredet und haben uns echt sehr konstruktiv betreut gefühlt, ja. Okay, Alexander, do you want to add something? Mike on, please. Ich fand eigentlich ziemlich gut die Gastkritiker und diese Gastkorrektur bei der Zwischenpräsentation. Da man über das ganze Semester wirklich nur von einem Betreuer eben betreut wird, ist es auch mal wirklich echt, also bei uns zumindest war es so, dass Gastkritiker dann wirklich das Projekt aus einer ganz anderen Sichtweise gesehen haben und dann nochmal neue Eindrücke und Kritikpunkte geliefert haben, worüber man sich dann eben nochmal Gedanken machen konnte, und also das war eigentlich wirklich gut und das sollte man auch weiter so machen, finde ich.
Yeah, thank you for noting this. We started this at the beginning when I started to teach this, to somehow incorporate the midterm jury and the final jury in the Studio Gebäudelehre, but of course in all the Entwerfen courses that we are offering within the curriculum. Because through my knowledge and through my own, let's say, when I was a student 20 years ago, exactly this midterm juries were the highlight of the teaching, not the final juries, because the final, it's kind of the grand thing, either you succeed or you fail. But in the midterm, you have these options of confronting positions, especially if you have strong people who are able to somehow really understand what you're doing, but being open and critical to what, and there it's an important momentum, which of course for you, it worked out and all of you who are presenting today, but a lot of students have struggles or struggled at this moment because they want to please the guest critic, and they just go into another direction without really critically assessing if that made sense or not. So I think in all your presentations today, it was obvious that you do have your own critical mode of understanding your work and argumenting it towards your partner. And of course, you were able to somehow position yourselves to the position of the guest critic. So definitely thanks for noting this down, and we are going to pursue this continuously in all the courses that we are teaching. And of course, we sometimes invite someone from the school, but also external. And it's really really important to clash the positions or to open up the discussion so far. Julia, do you want to add something? Let's ask everyone something. Yeah. So what are your final thoughts? Mic on. Microphone. Ich habe den Austausch mit der Partnergruppe gefunden, weil auch wenn man die auf der Uni irgendwann so gesehen hat, dann hat man sich irgendwie immer ausgetauscht, ja, wie geht's bei euch weiter? Und eigentlich war das am Ende dann auch so ein großes finales Ende, auch zu sehen, wie sich diese Gruppen entwickelt haben, auch wenn man nicht so stark mit denen zusammengearbeitet hat. Mm-hmm. Thank you so much. Da wollte ich vielleicht kurz oder hake ich kurz ein. Ich finde das sehr, sehr wichtig und das funktioniert meistens so ab der Mitte des Studiums, dass auch die Gruppe sich untereinander sozusagen auch Kritik und Feedback gibt. Und das ist natürlich das Wichtigste überhaupt neben dem sozusagen formalisierten Unterrichten, dass ihr untereinander euch weiterhelft, euch auch ehrliche Kritik gibt, was manchmal nicht so einfach ist, wenn man vielleicht eine gewisse Hürde hat, dem anderen was Negatives zum Projekt zu sagen. Aber ich glaube, das sollte unsere Uni auch auszeichnen. Oder sollten wir vielleicht auch verstärkt mehr leben, dass eben der Austausch und der kritische Austausch zwischen Studentinnen den meisten eigentlich am weitesten weiterhilft. Und jetzt sind wir natürlich in einer Situation des Social Distancing, was vieles gerade in der Debatte nicht so einfach macht. Also wie funktioniert auch der Austausch zwischen einer Gruppe, eines Teams, aber auch eines ganzen Studios, wenn man so will. Und das ist gerade für mich immer sehr entscheidend oder sehr schön zu sehen, wie sozusagen der ganze Hof dann irgendwann mit den Modellen herumspaziert und man das Gefühl hat, sozusagen der ganze Laden ist an einem Thema dran und wie auch dieser Austausch zwischen den Leuten dann eben fruchtbar wird. Mit TVFA-Halle, Zeichensäle, Ella haben wir schon gehört. Also dass wir auch nie vergessen, dass sozusagen die Uni als Labor auch ohne Betreuerinnen tatsächlich eine Umgebung ist, aus der man sehr viel rausziehen sollte in der Phase des Studierens. Exactly, Thomas, thank you for highlighting this moment in the way of teaching between the peers. For me, it's actually the first university I ever was on that you don't have a place to work at the school, not mentioning in this time, but otherwise in non-corona times, because I could not imagine my own studies, and also neither I could not imagine wherever I was teaching externally from the TU, everyone had Zeichensäle. And actually you learn, as Thomas just mentioned, the most from your exposing your work to the peers, learning from how they do the models, how to approach, how to communicate, how to
use representation in order to communicate certain things and so on. So I think it's important to accentuate beyond when we are out of the social distancing, the perpetual need for you to have a place in which you can thrive. So a place of a laboratory or a workshop of a Zeichenseele where you can really work together, because I've seen also from your previous generations, those who somehow find an alternative way to work in TVF Fachhalle, their work in the next semesters was somehow excelling. They motivated each other and they really somehow grouped and produced enormous amount of extraordinary design studios, so in Fafen works. So yeah, I wish the best. So if anyone else has something necessary to highlight, or can we wrap this evening because it's getting really late? Okay, I will give my last word then to Thomas. I'm just wanting to thank you again, because I know it was an additional work for you. We appreciate that. I also appreciate a lot of the work that the students are doing, which is not for grades, which is extra work, just for you to somehow critically assess some process. And also I really appreciate your feedback, because it's always room for improvement for you and also for us. We really like to integrate all the kind of argumentative proposals in the future design studios. Anyway, we will need to change according to the curriculum change that the future studio Gebäude lehre, but we would like to do it in a way that it's still extremely exciting, but in a different ways to those that we were doing with you. I appreciate a lot, so I could kind of dive into the back of your processes today in extents, and yeah, and thank you and good luck with all your current projects. So with all your Entwerfen projects that you have to work in completely different conditions. With some of you I work, so I know where you are and where you're still needing to go. But anyway, I wish to see your work in some sort of exhibitions. So don't lose the ambition that you had in these early years of your studies, and all the best from my side. Back to Thomas, and thank you, Thomas, for organizing this and leading the organization of Studio Gebäude Lehre. Danke. Ich mache es kurz auch. Also erstens einmal danke noch, also jedenfalls an euch alle, die ihr teilgenommen habt, und auch mit welcher Energie und Leidenschaft ihr eigentlich Projekte präsentiert, die eben schon ein bisschen her sind. Es ist für uns einfach wirklich sehr wichtig, mit euch auch in Austausch zu bleiben oder auch eben zu hören, wie es euch im Prozess gegangen ist. Es fällt manchmal tatsächlich ein bisschen leichter nach einem Jahr. Und wie gesagt, wir wollen auch als Abteilung ein, wenn man so will, offenes Haus bleiben, in dem Diskussionen stattfinden kann, in dem man auch sozusagen immer wieder hereinkommen kann und Fragen stellen kann und diskutieren kann. Also als Abteilung auch nur zu funktionieren, wenn es euch gibt, ambitionierte Studierende, die Dinge, die wir uns ausdenken, auch gerne und mit Leidenschaft mitgehen. Möchte auch noch bei der Gelegenheit, es ist jetzt ja auch schon ein bisschen durchgeklungen, dass Betreuerinnen auch nicht ganz unwichtig sind, allen danken, die im letzten Jahr beteiligt waren. Ich zähle es jetzt nicht alle auf, aber die Betreffenden wissen schon. Es sind viele auch in diesem Jahr beteiligt. Heuer ist es nicht ganz so einfach. Es ist, aber trotz alledem wünsche ich auch allen Studierenden in diesem heurigen Semester noch viel, viel Erfolg bei den Projekten. Ich hoffe, es hat euch dieser Abend auch was gebracht für euren letzten eineinhalb Monate der Bearbeitung. Ihr seht schon, es ist auch oft am Schluss noch sehr viel möglich, und wir werden diese Veranstaltung garantiert auch im nächsten Jahr machen, vielleicht dann doch wieder im Hörsaal 7. Gehen wir davon aus, dass das wieder geht, und ja, wir freuen uns alle, euch auch wieder live zu sehen in Bälde, und ja, Dankeschön an alle Beteiligten und auch an die Leute auf YouTube. Bis bald. All best to the new students, and thank you for all the tutors. Yeah, thank you. Goodbye. Thank you. Bye. Bye.